Zecke an. Aus Gutfan Primus. Zecke beziehungsweise Andreas Neuendorf alias Zecke Neuendorf, der das damals tatsächlich sogar in sein Perso schreiben lassen hat, den Spitznamen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Bekannt unter anderem durch die berühmte Aktion, wo er sein eigenes Trikot zerrissen hat. Berliner Typ, war dann auch mal eine Weile bei Bayer Leverkusen. Kann man hier nicht die Spiele, ach hier, zu den kompletten Leistungsdaten, damit man sich das nochmal angucken kann. War auch ein super Freistoßschütze, sehr flexibel einsetzbar. Guck mal, was er hier alles gespielt hat in seiner Karriere. Gut, Libero, ja, wer spielt denn das heute noch? Aber wie vielleicht, also der hat ja wirklich außer Torwart jede Position und außer Rechtsverteidiger bekleidet. Rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld, hängende Spitze, offensives Mittelfeld, das hat er am meisten gespielt. Links außen, rechts außen, Mittelstürmer, zentrales Mittelfeld, defensives Mittelfeld, Wahnsinn, ja. Hier, er hat es leider nicht ganz geknackt, 196 Spiele für Hertha, 18 Tore, 15 Vorlagen. Hertha 2 auch viele Spiele für Bayer Leverkusen, 66 Spiele, 1 Tor und 2 Vorlagen. Mir kam es aber so vor, als ob der mehr Tore gemacht hat. Also zumindest in der Zeit, wo ich dann angefangen habe, Fußball zu gucken, hat er sehr, sehr viele, also war er an vielen Toren beteiligt. Ich kann mich noch an einige gute Freistöße auf jeden Fall von ihm erinnern, wo ich im Stadion war. Ja, und jetzt gibt hier der YouTuber, ich weiß gar nicht, was macht der sonst so? Kevin from the Block. Was macht der hier? Stadion-Vlogs? Oh, der hat auch schon einiges hier hochgeladen mit guten Klickzahlen. Krass, dass der hier mit 1800 Abonnenten an Zecke Neuendorf rangekommen ist. Zafajelen hat er auch schon mal gemacht. Kennt ihr noch Zafajelen? Sehr, sehr guter Freistoßschütze, damals bei Hansa Rostock gewesen. Interessant, was der hier. Kann man sich ja vielleicht noch mehr Content von dem mal geben. Ich schmeiße euch auf jeden Fall schon mal den Link vom guten Kevin from the Block rein. Finde ich sehr stabil, dass der hier so ein ausführliches Interview mit so einer Hertha-Legende macht. Ich schmeiße euch mal den Link rein, da könnt ihr gerne mal ein Abo dalassen bei dem guten jungen Mann. Wie gesagt, ich habe noch nie ein Video von ihm gesehen. Ich gucke mir das an, wenn es mir gefällt. Dann lassen wir da natürlich auch gerne mal ein Abo da. Mit 19 Jahren 240.000 Euro verdient, Zecke Neuendorf packt komplett aus. Erzähl mal, nennt er sein Format. So, Zecke offiziell abgefunden bei Hertha BSC, nicht mehr im Verein, also nicht mehr als Mitarbeiter quasi. Bin ich mal gespannt, was der Zecke so erzählt. Let's go! Und dann sind wir halt rum und haben so dann halt Geld verdient. Hat auch einen Aktenkoffer bei gehabt, so richtig wie ein Film, aufgemacht und da lagen halt in allen Farben alle Scheine drin, hat so rübergeschoben, das waren 20.000 Mark dann. Bei uns gab es keinen, der gesagt hat, ah, wir wären Profi. Ich war insgesamt in meiner Karriere 4 Jahre verletzt. Ich hatte 9 Leisten-OPs. Von Füchse zu Leverkusen gewechselt, von der Oberliga in die Bundesliga. Wenn wir gewinnen, liegt es an dir und wenn wir verlieren, liegt es genauso an dir. Und da hat er, oh, anhalten, sofort ins Krankenhaus, hatte ich eine Blutvergiftung und lag. Ich will immer nicht Folge so von erzähl mal. Station. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zur zweiten Folge von Erzähl mal. Und ich habe nicht irgendeinen Gast, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast, Zecke Neuendorf. Das ist schon sehr krass, Alter. Also Respekt dafür erstmal. Eine sehr, sehr große und für mich eine inspirierende Legende bei Hertha BSC gewesen, bei Bayern 04 Leverkusen gewesen, bei Ingolstadt gewesen. Ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte. Wie ist dein Weg verlaufen? Was hast du besondere Sachen erlebt? Welche Momente sind dir im Kopf geblieben? Wie bist du zum Fußballspielen gekommen? Das ist, denke ich, die wichtigste Frage. Bei mir war es so, ich habe angefangen im Verein mit 4, habe aber zu Hause schon immer mit dem Ball die Tür fast kaputt geschossen, sodass die Nachbarn immer hochkamen und haben sich beschwert. Vom ersten Tag, wo ich gehen konnte, war der Ball mit dabei. Da habe ich mit 4 dann bei Stern 1900 angefangen. Mein Vater war damals mein... Krass, hier direkt um die Ecke. Und habe da bis 8 gespielt und dann bin ich zu Blau-Weiß 90 gegangen. Nur das Problem war gewesen, ich will immer gewinnen und mit Stern ist ein kleiner Verein, viele, die jetzt in meinem Kindergarten... Aber Stern kennt man schon so, also zumindest in Berlin. Ich weiß gar nicht, welche Liga spielt denn die erste Mannschaft von Stern mittlerweile? Sind die noch Berlin-Liga? Die waren eine Zeit lang auch gar nicht so schlecht. Mit dabei waren, die da in der Straße mitgewohnt haben, die haben dann da auch gespielt. Da waren ein paar Blümchenpflücker bei. Mhm. Blümchenpflücker sind für mich welche, die, sagen wir, wenn der Ball so rollt, denen das gar nicht interessiert, sondern die sich anschauen. Ah, ja. Da geil. Hat er ein Auto, oder da ist die Oma und so.
und da wächst ja was und holen so ein Blümchen so. Die hatten also nicht viel mit Fußball zu tun. Und somit habe ich eigentlich nur jemanden gebraucht, der beim Anstoß dabei ist, der mir den Ball gibt. Und dann bin ich durch alle immer durchgegangen, habe die Tore immer geschossen. Und wir sind dabei immer Zweiter geworden. Und dann bin ich dahin gegangen, weil die hatten eine Mannschaft mit richtig guten Jungs. Und die haben immer gewonnen. Selbst an meinem besten Tag habe ich es nicht geschafft, Blau-Weiß 90 zu schlagen. Und Berlin hat ja zum Glück immer relativ gute oder sehr viele gute Fußballer. Leider schaffen nicht alle Profi zu werden. Wenn sie so voll das... krasses Setup schon hier, was er auch hat, ne? Besser als bei mir. Bei mir gibt's einfach nur mit dem Präsidenten Talk über Discord, Alter. Also nicht schlecht, muss ich sagen. In Städten groß geworden wären und in anderen Vereinen gespielt hätten, wäre die Chance größer gewesen, Profi zu werden als in Berlin. Am Ende bin ich dann zu Reinickendorfer Füchse gegangen, älterer Jahrgang A-Jugend, also da war ich dann 17. Ganz herzlich, dein Michael Füchse P. hatte auch immer eine krasse Jugend, muss man sagen. Unter anderem kam ja auch Prince von da, ich weiß gar nicht, wer kam noch von da. War Dejaga auch bei den Füchsen vorher? Also es gab, also in dieser krassen Zeit mit diesen ganzen Talenten, also da hat Zecke noch, glaube ich, bei uns gespielt, aber da war er halt nicht der junge Mann, sondern schon der Etablierte, wo ich das so krass geil fand, weil wir so viele Berliner am Kader hatten, da kamen einige, oder haben einige mal bei Füchsen vorher gespielt. Silver Bullet, du geile Sau. Danke für dein Stufe 1-Abo. 8. Monat. Was hältst du von dem Gerücht, dass Bobic auf Bierhoff folgen könnte? Und glaubst du, wer ihn dann ersetzen könnte? Ich finde, das ist erstmal noch ziemlich weit hergeholt wie ein Eisbär im Zoo. Wir haben das uns gerade schon durchgelesen, ein bisschen diskutiert. Ich werde morgen irgendwann in meiner Mittagspause dazu nochmal ein ausführlicheres Video machen, wo ich dann nochmal mir ein bisschen Gedanken mache, was würde eigentlich passieren, wenn das so kommt und so weiter. Wen könnte man holen, aber das muss ich erstmal sacken lassen, weil die Nachricht kam jetzt hier auch so völlig spontan rein, ja. Ja, ich habe vor, in der WM-Pause einen Talk mit Kai zu machen, aber der ist ja jetzt gerade nicht in Berlin gewesen. Ich habe ihn da schon mal kontaktiert, stand eigentlich so im Raum, dass wir das im Dezember jetzt noch machen, mal gucken, ob es klappt. Der hat ja auch gut zu tun. Er ist recht, wenn Friedi Bobic wechseln sollte, ja. Hast du in dem Alter schon gemerkt, dass du besonders bist im Fußball? Also du bist ja Profi geworden und warst auch lange Profi. Wusste, dass ich sehr gut war, aber im Sinne von damals in dem Alter, da denkst du nicht, oh, ich bin sehr gut. Dir fällt halt alles leicht. Du gehst halt durch die Spieler durch, war immer sehr untergewichtig, sehr dünn, sehr klein, rote Haare. Also ich war jetzt schon sehr ein auffälliger Spieler rein optisch gesehen. Und dennoch halt mit meinem linken Fuß, ich behaupte so, die Linksfüßler, die haben nochmal so einen technischen besonderen Touch, da sieht es noch. Ey, das meinte ich auch, als wir hier gegen 1892 Hilft gespielt haben am Wochenende, meinte ich auch, ich weiß gar nicht mehr zu wem, dass voll oft irgendwie so ist, ich glaube zu Hammer Graphics, dass es voll oft so ist, dass Linksfüßer technisch richtig versiert sind. Also es ist selten so, dass du einen siehst, der Linksfuß ist und sagst, boah, der kann ja gar keinen Fußball spielen. Aber vielleicht liege ich da auch einfach falsch, vielleicht ist es mein eigener Filter. Zu Barca-Trikot im Hintergrund, von welchem Club ist das? Bisschen feiner aus, so ein bisschen. Hat mir der liebe Gott auch mit in die Wiege gelegt, so dass ich das besonders machen konnte. Mein bester Freund Dennis, hi, grüß dich. Rechtsfuß, aber war auch ein genialer Fußballer. Nur was so, wir waren in verschiedenen Vereinen teilweise dann halt auch. Wir haben es nicht immer geschafft, alle in einem Verein zu sein. Dann waren halt ein, zwei Jahre Altersunterschied mit dabei. Da haben wir es halt anders geregelt. Dann sind wir halt Straßenfußballer gewesen. Also zudem, dass wir dann halt im Verein irgendwo wieder gespielt haben, haben wir uns dann halt immer nach dem Training oder vor dem Training oder am Wochenende immer gesehen. Und waren permanent nur auf dem Platz, wie man es heute sagen würde, Straßenfußball gespielt. Ja. Weil da war es halt Gewinn oder runter. Früher gab es auch keine Altersregelung. Also wenn ich jetzt immer höre so, ja, ich spiele bei ein Jahr Älteren schon mit, dann denke ich immer, ja und? Also wo ist das Problem? Also wenn du der besondere Spieler sein möchtest und es schon als besonders ansiehst, dass du mit ein Jahr Älteren spielst, dann bist du nicht der besondere Spieler. Weil wir haben Habt ihr das gesehen, weil er das jetzt hier gerade anspricht, im Doppelpass am Sonntag war Markus Babbel. Und Markus Babbel hat genau das, wo Zecke jetzt sagt, also kenne ich auch noch von früher, ist ja gar kein Problem, dass du so bei älteren Jahrgängen spielst, meinte er, das ist ein Riesenfehler, könnt ihr mal eure Meinung zu sagen, es ist ein Riesenfehler, dass das die ganze Zeit so passiert, dass die zu Guten immer direkt in den nächsthöheren Jahrgang kommen und dadurch keine Führungsspieler-Mentalität entwickeln, weil sie halt dann im älteren Jahrgang nicht mehr der Beste, also vielleicht vom Talent besser sind, aber die sind halt körperlich noch nicht so weit und dann sind sie in dem Sinne zwar schon gut, aber eher Mitläufer und noch nicht so diese Führungsperson, die sie wären, wenn sie noch in ihrem eigentlichen Jahrgang spielen würden. Also er sagt, das ist in Deutschland im Jugendbereich ein Problem, warum
wir so wenig Führungsspieler haben. Also ich glaube, es liegt, kann sein, dass es auch mit daran liegt, aber es liegt auch noch an vielen anderen Dingen, würde ich sagen. Das ist halt so ein Spiegelbild der Gesellschaft einfach. Es gibt halt keine Menschen mehr, die anecken, weil in vielen Dingen das halt auch verhindert wird, dass Leute anecken, beziehungsweise weil du dann ganz oft nicht so viel Erfolg hast. Aber fand ich einen interessanten Gedankengang. Also das ist genau andersrum eigentlich, als das, wie es Zecke jetzt gerade sieht. Bestimmt du auch auf dem Bolzplatz gegen 10 Jahre Ältere gespielt. Ja. Und da gab es manchmal auch keinen Unterschied, wenn da, sage ich mal, ein 12-Jähriger kommt und gegen einen 22-Jährigen spielt und da alles auseinander nimmt. Aber würdest du sagen, dieser Bolzplatzfußball hier in Berlin hat dazu beigetragen, dass du so gut im Fußball warst und auch Profi geworden bist? Weil viele sagen, man hört oft von Trainern oder auch von Spielern, dieser Bolzplatzfußball ist das, was einen besonderen Spieler ausmacht. Meine Erfahrung ist so, auch jetzt danach als Trainer, die Jungs, die, sagen wir mal, mit dem Ball groß werden. Und das ist egal, ob du auf dem Bolzplatz bist oder in der Halle oder wo auch immer oder zu Hause oder was. Du brauchst halt permanenten Kontakt mit dem Ball. Viele Wiederholungen, du musst viele Ballkontakte haben, sodass du, dass dieser Ball eigentlich fast förmlich zu deinem Körper mitgehört. Okay. Dann brauchst du natürlich halt auch die Möglichkeit, 1-gegen-1-Situationen zu suchen und zu finden. Die findest du natürlich, wenn du auf einem großen Platz spielst, nicht so häufig, wie umso kleiner der Platz wird, umso häufiger kommst du in 1-gegen-1-Situationen. Das ist ein guter Gedankengang. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel die Südamerikaner alles auch, also natürlich auch aufgrund der körperlichen Statur und der Art und Weise, wie die da Fußball spielen, aber die gehen halt, die spielen halt Futsal und so weiter, geht es viel mehr um 1-gegen-1-Duelle. Das nervt mich ja auch. Deswegen haben wir ja gefühlt in Deutschland auch nur zentrale Mittelfeldspieler. Die können alle super quer und Diagonalbälle spielen und da noch einen Ball hin und da und noch einen Ball. Jetzt haben wir mal einen Musiala wieder, wir haben auch einen Sané und brauchen, ja, so eine Spieler haben wir schon, aber wir haben tendenziell, würde ich auch sagen, wenig in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern wenig Spieler, die diese 1-gegen-1-Situation so lösen wie die Spieler aus anderen Ländern. Aber das ist auch nicht das einzige Problem. Wie gesagt, die Mentalität und Führungsfrage fehlt da auch komplett. Aber hat er recht, finde ich auch. Und das lernst du wirklich. Ich weiß auch gar nicht, bei uns früher hat es schon angefangen. Gibt es denn heute überhaupt noch so viele Plätze, wo du spielen kannst, so in deiner Freizeit? Ne? Wir hatten früher schon immer das Problem, egal wo ich gewohnt habe, so viele Plätze gab es meistens gar nicht mehr. Also man konnte sich dann so selber Tore bauen halt auf dem Schulhof oder so. Da haben wir auch immer in den Pausen gespielt mit diesem kleinen Schaumstoff-Härterball. Größe 1 war das, glaube ich. Da hat man auch ganz gut Technik gelernt. Aber es war früher schon immer so. Es gab dann halt die Fußballplätze, die waren von den Vereinen und die haben dann natürlich drauf trainiert, sodass man dann da auch nicht trainieren durfte oder nicht spielen durfte in seiner Freizeit. Es war auch öfter mal abgeschlossen, das Gelände, oder es war immer belegt. Also gibt es überhaupt noch genug so eine Bolzplätze, wo du richtig zocken kannst? Also ich sehe es jetzt auch nicht mehr, weil ich suche ja danach nicht, aber kam mir ganz früher mehr vor. Also ich wüsste auch gar nicht mehr, ob es in Berlin jetzt zum Beispiel noch so richtige Ascheplätze oder sowas gibt. Wo du dir was einfallen lassen musst, wie komme ich an ihn vorbei oder wie halte ich ihn auf, dass er nicht an mir vorbeikommt. Und so, und das ist halt A und O. Und dafür ist natürlich dann der Bolzplatz im Sinne der Käfig halt ideal. Und so, also du hast dadurch, dass du Bolzplatzmentalität entwickelst oder erlernst, aber nicht so bewusst, sondern das passiert einfach. Ja, T-Shirts waren Legendentorpfosten, natürlich, man kennt's. Entwickelst du halt auch Ideen und Lösungen. Und so, und du findest halt etwas. Und damit arbeitest du. Und beim nächsten Mal weißt du, ey, wenn wir wieder so viel sind, ey, besser ist so. Und so fing es dann halt auch an, dass wir dann halt gesagt haben, weil irgendwann mal, wir waren Döner essen, bei uns war so, wenn wir 4, 5 Leute zusammen waren, was in deiner Tasche war, war auch meins. Und was in meiner Tasche war, war auch seins. Also hast du einen Fünfer gehabt, dann war es unser Fünfer. Geile Mentalität. Sagt er ja, die Plätze, die Bolzplätze sind alle leer, weil die Leute nur noch zocken oder was? Nur noch zocken und irgendeine Scheiße in der Bude machen, dich irgendwelche Vollidioten bei Twitch angucken. Ja, das ist ein Riesenproblem, ey. Das ist wirklich, ich könnte jeden Tag, wenn ich noch ein Kind wäre und so viel Zeit hätte, und noch so viele Freunde, die auch so viel Zeit hätten, ich würde jeden Tag Fußball spielen. Als wir da in der Halle, ich kicke ja wenigstens noch einmal die Woche, aber als wir da in der Halle gezockt haben am Samstag, es hat mir so viel Spaß gemacht, ich könnte es jeden Abend machen. Ich könnte sehen, wenn es nicht so schwer zu organisieren wäre im Erwachsenenalter mit so vielen Leuten oder wenn ich hier einen Platz hätte, wo ich das machen könnte, ey, das macht mir so viel Spaß, gibt keinen anderen Sport, der mir ansatzweise so viel Spaß macht. Und so war dann halt, haben wir einen Döner geholt und eine Cola und dann haben wir eine abgebissen, weitergegeben und der andere hat abgebissen, so bis der Döner halt leer war und Cola genauso. Und dann haben wir überlegt, okay, wie kommen wir denn jetzt dazu, dass wir vielleicht 2 Döner essen können? Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir Fußball spielen? Okay, dann lass den Fünfer doch nehmen. Suchen wir jemanden, gegen den sagen wir, ey, komm, spielen wir einen Fünfer. Traut ihr euch und so. Und in unserem Altersbereich waren ja alle uns unterlegen. Also mussten wir Ältere suchen. Und die haben gedacht, okay, kommt her, los, spielen wir. Die dachten sich, leicht verdienten Fünfer? Ja.
Ah, Hammer Graphics ist auch da. Haben dann die Rechnung nicht mit Zecke 9 aufgemacht. Auch so, das so, genau. Und diese Straßenmentalität, weißt du, so dieses einfach so, oder diese Berliner Mentalität, wo du sagst, was willst du, komm, los. Dieses Selbstvertrauen war natürlich auch wichtig, was wir permanent hatten. Im eigenen Umfeld kannten ja uns auch alle. Das heißt also, in unserem Bezirk wusste dann jeder, ja okay, die sind nicht schlecht, okay, dann kann ich ja auch gleich das Geld wegschmeißen oder irgendwie so. Mhm. Also mussten wir dann in andere Bezirke reisen. Ich mag auch diesen, er ist ja nicht so krass ausgeprägt, aber diesen leicht unterschwelligen Berliner Akzent bei Zecke finde ich, fühle ich sehr. Ich finde ja Zecke und Dardai sowieso Legende. Ich kann es jetzt auch nicht einschätzen von außen, ob es was gebracht hätte, die weiter im Verein zu lassen, aber trotzdem ist natürlich die Art und Weise, wie die damals gegangen worden sind, fand ich auf jeden Fall nicht gut. Aber heißt auch nicht, dass ich sage, die hätten jetzt für immer für uns arbeiten müssen. Ich weiß, ich kann es von außen nicht beurteilen. Frage ist nur, sind die Leute, die jetzt da sind und vielleicht vom Herzen gar nicht so viel härter brennen, sondern die es als Job sehen, sind die wirklich besser preis-leistungsmäßig? Früher war Berlin, da war jetzt nicht so, dass es hieß so, herzlich willkommen bei uns jetzt hier in Schöneberg oder herzlich willkommen bei uns in Kreuzberg. Und so war dann halt schon immer so ein bisschen klein risikobehaftet, hinzukommen. Wusste es nicht. Kriegst du am Ende das Geld auch, um was du gespielt hast? Das ist, oder ziehen die dich eventuell noch ab und gehst oder, ohne Ball oder ohne Klamotten oder ohne Schuhe oder was auch immer. Ich kann zum Glück sagen, mir wurde nie was abgezogen. Damals hieß es ja Tockert. Ja. So, weißt du, haben gesagt, Tockert gehört jetzt mir so. Das war halt uns nicht fremd. Ja, und dann sind wir halt rum und haben so dann halt Geld verdient. Also alles in allem würdest du sagen, die Bolzplatz-Mentalität ist ausschlaggebend dafür, dass du auf jeden Fall auch besser wirst. Und da wir schon bei der Bolzplatz-Mentalität sind, Play-to-Play sehen einige hier. Jan Digi, danke für 100 Bits, du geile Sau. Zu dem Bolzplatz-Szene habe 100% dasselbe Gefühl. Als ich klein war, gab es diese Probleme schon und ich wohne in Großklinike. Hier gab es einen Rasenplatz, einen Tatanplatz, der immer abgeschlossen war. Meine Freunde und ich haben dann Teams gegründet und jeden Donnerstag um 16 Uhr trainiert, richtig mit eigenen Trikots, Transfers und Monopoly-Geld. Geil. Wurden natürlich auch getätigt, hab allgemein so Bock in letzter Zeit wieder zu kicken, war ein paar Mal auf dem Platz von Klado, ja, es gibt einfach nichts Besseres, ja. Und es gibt ja auch viele, die, wie gesagt, ich spiele ja montags immer noch mit meinem alten Arbeitgeber, mit den Führungskräften, da ist auch einer dabei, der 70, das hört, glaube ich, auch nie auf, wenn du so eine Leidenschaft für einen Sport hast, es macht schon Bock. Und da gibt man auch alles, ey, ich war so platt am Samstag nach dem Spielen. Es fällt dir aber während des Spiels natürlich auf, dass es anstrengend ist, aber ich würde niemals so ans Limit gehen, wenn ich jetzt irgendwie joggen gehen würde oder so. Hätte ich schon viel früher keinen Bock mehr. Pascal Ray schreibt, glaube, kann auch daran liegen, dass die Kids, die Fußball spielen und gut darin sind, inzwischen sehr professionell erzogen werden. Du wirst ja mit 9 Jahren schon wie ein Profi erzogen, wenn du etwas kicken kannst. Da sind die halt nicht in den Käfigen, sondern auf dem Trainingsplatz im Verein. Ja, aber es gibt auch manchmal Leute, wo, also das darf man auch nicht unterschätzen, es gibt auch viele, die hatten einfach nicht das Glück, in dem Sinne entdeckt zu werden oder die hatten nicht Eltern, die in einen Fußballverein geschickt haben, du musst ja auch erstmal das bezahlen und so weiter, wenn du ganz jung bist, wenn du jetzt 5 bist, sagst du ja nicht, ja, wenn meine Eltern das nicht zahlen können, dann zahle ich mir das selber oder so, sowas gab es auch und es gibt auch viele Talente, die einfach unentdeckt bleiben, einfach weil die nicht beim richtigen Verein spielen, wo vielleicht kein DFB-Stützpunkt vorbeischaut, wo vielleicht keine Hertha-Scouts vorbeischauen, einfach weil du bei so einem kleinen Verein spielst, wo du vielleicht auch Aufsehen erregst, aber dann kommt irgendwie nie einer wirklich, du kriegst nie die Chance bei einem größeren Verein oder so einem Verein wie Hertha 03 zu spielen, wo du dich halt auch in Fokus spielst und dann irgendwann fängst du halt an, ja, du bist ja eh nur in so einem Amateurverein, dann fängst du an irgendwie zu rauchen oder so und dann ist das Talent in dem Sinne schon vergeudet, ja. Also ich glaube, es gibt, das wird es in anderen Ländern noch viel mehr geben als bei uns. Bei uns ist schon sehr, sehr krass professionalisiert, aber ich glaube, dass auch in Berlin, Brandenburg bei so vielen Menschen, wie wenig da im Endeffekt an krassen Fußballern rauskommt, obwohl hier gefühlt jeder mal Fußball gespielt hat, jetzt im übertragenen Sinne ist natürlich nicht jeder, glaube ich schon, dass da sehr, sehr viele Talente einfach auf der Strecke geblieben sind, die man einfach gar nicht entdeckt hat. Hier zum Beispiel, bestes Beispiel, ja gut, der hatte dann disziplinarische Probleme, aber der große Bruder von den Boatengs, ja, dieser George, der soll ja der Beste von den allen gewesen sein. Der hatte dann andere Probleme, warum er halt nicht Profi geworden ist, aber trotzdem, sowas gibt es halt auch oft. Und da gibt es unterschiedliche Gründe für. Frosch, danke für dein Prime-Abo. 11 Monate am Start. Danke für den gut informierten Kanal mit der unschlagbaren Community. Ich danke dir, dass du mich hier supportest und das dann auch unterstützt und möglich machst. Und du bist fast ein Jahr dabei, du geile Sau. Und Nennert, gute Nacht. Dann kann ich auch gleich mal Werbung dafür machen. Das ist eine App, die junge Spieler oder auch euch... Was? Jetzt habe ich nicht zugehört hier. Einige hier drauf...
Fall auch besser wirst. Und da wir schon bei der Bolzplatz-Mentalität sind, Play-to-Play sehen einige hier drauf, dann kann ich auch gleich mal Werbung dafür machen. Das ist eine App, die junge Spieler oder auch euch dazu verbinden soll, Fußball zu spielen, Bolzplätze zu finden und das, was Zecke Neundorf euch jetzt als Tipps mitgibt, spielt auf dem Bolzplatz, sammelt dort eure Erfahrung, geht in die 1 gegen 1 Zweikämpfe. Das könnt ihr mit dieser App machen. Ihr könnt euch Gegner suchen, wenn ihr sagt, ey, ich rufe jetzt mal. Das ist ja eine geile Idee. Und der hat keine Zeit, dann gehe ich auf die App, werde dort Spieler finden. Wir werden die App ausführlich nochmal erklären und ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ich die App auf jeden Fall mal anschaut. Ich habe ja auch von der App... Oh, hoher Besuch, Kevin from the Block. Tachchen, wie gefällt euch das Video bis jetzt? Grüß dich, mein Lieber, ich hoffe, es ist okay für dich, dass wir darauf reacten. Sehr gut, Digga, krass. Ich kannte deinen Kanal gar nicht, wir werden uns da bestimmt auch nochmal das mit Zafayelen oder so reinziehen. Oder mal ein Stadion-Vlog, gefällt mir sehr gut, lässt ihn, also jetzt von meiner Seite aus betrachtet, würde ich auch sagen, wenn es mir nicht gefallen würde, lässt ihn gut aussprechen, bis jetzt sehr, sehr gut, sehr, sehr krass, Alter, mit 1000 fast 2000 Abonnenten hier Zecke Neundorf einfach als Gast zu haben, finde ich stabil. Gehört, hab mit Zaffer gesprochen, da kommen so die ganzen Erinnerungen, Ideen ja. Und Erinnerungen so gleich hoch. So. Ich habe ja auch die Hoffnung, dass die Leute, die Jungs wieder mehr kicken gehen und so. Weniger an der Konsole, sondern mehr halt das in Natura live dann machen. Es wird halt auch immer schwieriger, jemanden zu finden, wo du sagst, ey komm, lass uns zusammen oder im Freundeskreis. Deswegen jetzt vielleicht auch ein kleiner Appell an die lieben Trainerkollegen, die im Nachwuchs ja auch tätig sind, mehr Freiraum den Jungs zu lassen. Also nicht immer irgendwie Schablonen so und du musst so oder hier das Taktische oder hier alles drum und dran. Weil die Jungs, die wissen schon selber, wie es funktioniert. Die wissen schon, wie sie zu verteidigen haben. Ja. Die wissen schon, wie sie denn halt mit dem Ball umgehen sollen. Nicht sagen, fummel nicht so viel. Das hört man ja ganz oft, ne? Wenn jemand gut dribbeln kann, dann sagt er, wird ihm immer mal gesagt, fummel nicht so viel, spiel den Ball und was auch immer. Einfach, genau, spiel einfach, ja. Zwei Kontakte. Ja. Gutes Beispiel, du beobachtest einen Spieler oder schaust dir einen Spieler an, da siehst du einen, der spielt im kleinen Verein, spielt bei Normannia, geht durch alle durch, spielt gegen Viktoria oder Zehlendorf, geht da durch und schießt dann mehrere Tore. Dann würdest du denn als Trainer von einem größeren Verein denken, boah, guter Junge, den will ich haben. Dann holst du den zu dir, das ist er im Training, dann fängt er an zu dribbeln, weil das Niveau ist ja ein bisschen stärker jetzt. Ja. Aber er hat ja schon gezeigt, dass er deine Jungs ja auch schon auseinandergenommen hat. Und dann sagst du, pass mal auf, spiel mal ein bisschen einfacher, nicht so viele Kontakte. So, der Junge weiß ja schon gar nicht mehr, was los ist, weil er kennt ja nur sein Spiel. Das ist ein sehr guter Punkt. Ist natürlich von zwei Seiten zu betrachten. Ja, also klar, man nur weil einer was krass macht, was man gut findet, muss er es ja nicht immer so weitermachen. Man will ja einen Spieler auch optimieren und man muss ja auch einen Spieler auf den Profibereich vorzubereiten. Aber ich glaube, das stimmt schon, was er sagt. Ich meine, er ist ja auch aus dem Nachwuchsbereich, aus dem NLZ quasi, dass einfach denen diese Tugenden, die wir ja so lieben und die dann voll viele Spieler einfach nicht haben dann aus Deutschland, dass man denen diese schönen Sachen gefühlt abtrainiert für dann im Zweifel einen effektiveren Fußball. Der ja aber anscheinend, wenn man unsere Nationalmannschaft anguckt, auch nicht so viel effektiver ist, als wenn du ein paar Kreative auch dabei hast, die auch so ihr Ding machen. Das muss ja auch nicht immer nur ums Dribbeln gehen, das kann ja auch genauso eine Art und Weise von Zweikampfführung sein oder wie man verteidigt. Ja? Also finde ich einen guten Ansatz. Ja. Hab gerade 4 Werbungen gehabt. Tja, das kann ich hier nicht ausschalten, mein Lieber. Das kann ich hier leider nicht ausschalten. Da hilft nur eins. Abo abschließen. Seine größte Waffe ist dieses Dribbeln. Den sagst du, spiel mit 2 Kontakten. Da hat er seine Waffe verloren. Ja. Und dann fängt er an nachzudenken. Und dann sagt er auf einmal, ich bin vielleicht gar nicht so gut. Also das Selbstvertrauen, was er sich aufgebaut hat über die Zeit, ist dann weg. Dann kommt noch die Familie. Also du musst schon dann halt, sagen wir mal, wissen die Stärken deiner Jungs. Und wenn jeder seine Stärke einbringt, dann entwickeln sich auch alle besser. Ach so, du hast jetzt nicht gehört, was ich zu deinem Video gesagt habe. Ja, bis jetzt sehr, sehr gut. Krass, dass du da rangekommen bist an Zecke. Sehr, sehr stabil an so eine Legende zu kommen. Lässt ihn aussprechen. Krasses Setup, Alter. Vor allem für deine Größe. Und wir werden uns in Zukunft auch noch andere Videos angucken. Unter anderem das mit Zafayelen und so weiter. Und ich hoffe, es ist okay, dass wir darauf reagieren für dich. Das hatte ich gesagt. Ja. Das ist so mein ehrliches erstes Feedback nach 9 Minuten hier. Also sehr, sehr interessant. Du bist eigentlich als Trainer, du begleitest die Jungs nur? Du merkst dran, wenn mir ein Video gefällt, kann auch sein, dass es mir nicht gefällt, aber wenn ich ganz, ganz viel zwischendurch unterbreche, dann scheint es mir auf jeden Fall interessant genug zu sein, als wenn ich ganz, ganz viel durchlaufen lasse.
Du dienst ihnen eigentlich, um sich zu entwickeln, um besser zu werden und nicht selber im Vordergrund zu stehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter an deiner Geschichte zu der Trainerkarriere oder zu einigen Tipps von dir. Kommen wir am Ende nochmal. Ich bin dann zu Füchse gegangen in der A-Jugend, auch mit richtig guten Jungs. Wir hatten uns vorgenommen, Berliner Meister zu werden und alles. Und dann sind wir nicht so gut gestartet. Welche Liga war das damals? Kannst du dich noch erinnern? Ja, früher war es die Landesliga, war die höchste Spielklasse. In Berlin? In Berlin, mhm. Weil die Landesliga war die höchste Spielklasse. Da ist halt auch das Leben außerhalb vom Fußballplatz dann interessanter geworden. Partys waren angedacht, dann war jetzt Fußball jetzt nicht so. Bei uns gab es keinen, der gesagt hat, wir wären Profi. War dein Ziel, Profi zu werden? Also ich sag mal so, warst gut. Nein, das ist so wie wenn ich jetzt sagen würde, ich laufe zum Mond. Klar, wär wahrscheinlich cool, wenn ich jetzt fliegen könnte, aber wird ja sowieso nicht passieren. Klar hat man gesagt, ey, ich werde Bundesligaspieler. Es war also sehr fern, also als junger Spieler in der ersten Männer zu spielen. Und ist ja auch was anderes, als wenn du schon bei Hertha in der Jugend bist und darauf getrimmt bist oder dein großes Ziel schon vor Augen hast und musst nur noch alles durchlaufen und dich durchsetzen, bist ja schon in dem Verein, als wenn du jetzt Reinickendorfer Füchse, die natürlich eine gute Nachwuchsarbeit haben. Aber trotzdem, krass, ne? Wie weit entfernt, aber es ist ja auch so. Selbst wenn du bei einem guten Nachwuchsclub bist, der hoch spielt in den Jugendmannschaften, ey, wie viele davon schaffen es dann am Ende zu einem Bundesliga-Club und sich dann da noch in der Bundesliga-Mannschaft, in der Profimannschaft durchzusetzen? Das schaffen ja schon die wenigsten, die sich schon lange in dem Profi-Club befinden. Mittwoch kommt noch ein Frage-Antwort-Video mit Zecke Online, sehr geil, werden wir auch darauf reagieren. Ich lade das auch bei, wenn es für dich passt, bei YouTube hoch auf meinem Zweitkanal, da verlinke ich das dann auch alles nochmal mit deinem Kanal. Ich habe auch den Link hier schon ein paar Mal reingehauen vorhin. Sehr, sehr krass, dass du das hier irgendwie organisiert hast, Digga. Und dann überlegt, okay, wo gehen wir denn alle hin? Und dann ist irgendwie der Gerd Achterberg, der Manager damals von Reinickendorfer Füchse, der hat den damaligen Trainer aus der ersten Männer rausgeworfen. Bin nicht mehr zum Training gegangen von der A-Jugend, weil ich dachte, ach, wir werden sowieso die Meister und habe keine Lust mehr gehabt. Mhm. Und dann kam der und hat gesagt, ich soll am Wochenende mal zu Füchse kommen. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich da machen? Da habe ich gesagt, ich gehe arbeiten. Dann meinte er, wie, was arbeitest du denn? Dann meinte er, ich gehe mit meinen Jungs, wir gehen Fußball spielen. Für was? Einfach so oder was? Und dann habe ich so gesagt, so, nee, wir spielen um 500 Mark, habe ich einfach so gesagt. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, okay, kriegst du bei uns auch, kommst du da hin? Ist ja hingekommen, hatte keine Schuhe bei, da meint er so, hast du keine Fußballschuhe bei? Dann meinte ich, nee, dann gab es da so einen Sportshop, dann wurden mir dann auch neue Koppermonial geholt und ich sehe die Schuhe, denke so, ey geil, neue Schuhe, so cool. Und dann meinte er so, komm mal mit, dann bin ich in die Kabine und dann saß ich auf einmal in der Männerkabine der ersten Männer. Ich wusste bis eine Minute vorher nicht, dass ich da hin sollte wegen der ersten Männer. Ich hatte dann für Aufmerksamkeit gesorgt, weil ich in diesen 6-7 Spielen da scheinbar eine gute Rolle gespielt habe. Im Sommer war dann irgendwie so eine Vorbereitung auf Freundschaftsturnier bei Türkgümspor, weiß ich noch. Und da habe ich mit meinen Kumpels, haben wir da alle so mitgespielt. Und dann kam halt in Türkgümspor jemand, kannst dir vorstellen, für uns zu spielen und so. Hatte auch einen Aktenkoffer bei gehabt, so richtig wie ein Film, aufgemacht. Und da lagen halt in allen Farben alle Scheine drin, hat so rübergeschoben, das waren 20.000 Mark dann. Was? Hat gesagt, komm zu uns, dann für. Woher hatten die damals so viel Geld, Alter? War aber für mich nicht interessant, weil Geld war für mich nie interessant, sondern das war einfach so, ich hatte den damaligen bei Füchse, den Gerd Achterberg, gesagt, ja, nächstes Jahr spiele ich wieder bei dir, weil er meinte, aber du bleibst dann bei uns. Und da habe ich gesagt, ich bleib bei euch. Und da habe ich das erste Mal nach der Türkgümspor-Aktion gemerkt, krass, also ich kann wohl mit dem, was ich mache, Fußball spielen, Geld verdienen. Die Summen werden größer, also sprich, ob dieses Handgeld vermeintliche oder dieses Auto. Aber ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Hast du auch abgelehnt? Habe ich abgelehnt. Und ich hatte ja mein Wort gegeben, Füchse. Aber gut, dass du es auch hältst. Einige sagen dann einfach, okay, weißt du was, ich sehe da Geld, ich sehe ein Auto und sage... Was für ein Auto? Die haben dir auch ein Auto geboten? Und, scheiß auf Füchse, ich gehe einfach. Also, dass du da standhaft geblieben bist und gesagt hast, nee, ein Mann, ein Wort. Ja, aber so war's. Und dann im Nachgang war es ja auch die richtige Entscheidung. Mhm. Ich glaube ja, alles soll genauso sein, wie es passiert. Mhm. Schicksal, ja, auch so ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube so, dass jetzt deine oder meine Geschichte, dass die schon geschrieben ist. Bin dann bei Füchse gewesen. Sandhove war dann mein Trainer gewesen. Und genau in dieser Zeit war es dann halt auch so, dass permanent immer mehr Scouts dann kamen zu unseren Spielen und mich beobachtet haben. Beispielsweise Bernd Kraus hat mich angerufen morgens. Meine Mutter kommt mit dem, der war damals Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Meine Mutter kommt mit dem Telefon. Oh, Andi, der Bernd Kraus von Borussia Mönchengladbach. Und freut sich so. Ich so, wie spät ist denn sie? Ja, gleich 10. Und ich war abends unterwegs gewesen. Ich so, ich gehe so ran. Ja, er so, sag mal Junge, schläfst du noch? Ich war schon eine Stunde joggen und so. Und ich dann so, ja, schön, aber ruf mal nachher nochmal an. Ich will noch weiterschlafen. Und leg so auf und meine Mutter, was war? Ich will weiterschlafen. Also ich habe nicht mal, obwohl das Momentum so wäre, so oh, Gladbach ruft an oder so. Das war für mich so, ja, okay, aber
Ich will ja trotzdem mit meinen Kumpels weiterspielen. Und so war es dann so, dass von allen 18 damaligen Erstligisten, alle haben sich bei mir gemeldet. Ob's alle Bayern wollten war, dich haben. Alle wollten mich haben. Und ich habe mich am Ende dann für Bayer Leverkusen entschieden. Andreas Rettich, damaliger rechter Hand von Rainer Kallmund. Andreas Rettich, Alter, das war auch immer so ein Typ, den, oder ist immer noch so ein Typ, irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich komme mit dem irgendwie nicht zurecht. Obwohl er vielleicht in dem, was er macht, echt gut ist, aber ich weiß auch nicht. Gibt einfach so Menschen, die sind dir einfach nicht sympathisch. Wir haben bei Tennis Borussia ein Freundschaftsspiel gehabt und kommt und gibt mir so nach dem Spiel so eine Visitenkarte und sagt so, hier, ich mach das heimlich, weil hier sind viele Scouts, die sind wegen dir da und die sollen nicht sehen, dass wir den Hut auch in den Ring werfen. Meld dich mal, der Rainer Kallmund, der ist im Hotel. Ich hab so geguckt, so guck ihn so an, so nix so, hab die so geknüllt so und hab so runtergeworfen und bin weitergegangen. Nicht überheblich, sondern ich hatte keinen Bock oder war wegen irgendwas genervt. War ich so der Letzte mit in der Kabine dann und als ich aus der Kabine dann rauskomme so, stand der Rettich da mit der zerknüllten Karte und sagt dann so zu mir so, du, Andreas, hier die Karte, die ist dir vorhin aus der Hand gefallen. Ich wollte sie dir wiedergeben. Der wusste aber genau, dass du sie eigentlich weggeschmissen hast. Und den Move fand ich von ihm so cool, dass er dann, sagen wir mal, nicht dann... Und er hat es halt so cool rübergebracht. Also nicht so von wegen, ey, warum hast du die zerknüllt und weggeworfen? Sondern er hat es so geschickt verpackt. Ja. Und das fand ich so gut, habe ich genommen. Er sagt, okay, ich melde mich. Und war so der Beginn, warum ich überhaupt so diese Partie dann für Leverkusen hatte. Dann bin ich halt ins Hotel gegangen, damals mit meinem besten Freund, Rainer Kallmund, ins Hotel gegangen, weißt du. Und der, das war halt einfach cool. Dann saß er dann halt so mit seinen Armen auf dem Bauch so. Und wie einfach Rainer Kallmund nachmacht, geil. Wer hat den immer so, Matze Knop hat den immer so geil nachgemacht, Alter, wenn der rennt, wenn der schießt. Das ist so geil gewesen. Matze Knop als Rainer Kallmund, Alter, müsst ihr euch mal reinziehen. Kallmund hat zu mir gesagt, schreib mal eine Zahl auf den Zettel und ich schreibe eine Zahl auf. Und du wirst sehen, meine wird höher sein als deine. Zu dem, was du verdienen sollst? Oder? Genau. Okay. Somit hat er alles umgangen schon mit, ob ich überhaupt dahin kommen will. Ja. So, hat, ja, und so wirst du sehen. Und da habe ich eine Zahl aufgeschrieben und er... Und seine war viel höher als meine, aber weil er das Jahresgehalt draufgeschrieben hat. Darfst du das sagen? Möchtest du sagen? Also, ja, kann ich sagen. Das waren damals 10.000 DM. Was, also ich habe draufgeschrieben 5.000. Für monatlich, oder? Monatlich. Ja. Weil ich habe so gedacht, ich habe so überlegt, okay, ich darf jetzt nicht übertreiben. Ja, weil du bist ein junger Spieler. Nee, ich habe gar nicht wegen jung. Ich habe so überlegt, so, ich habe damals dann bei Füchse habe ich bekommen, ich glaube, 1.700. Und meine Eltern haben beide zusammen, glaube ich, 6.000 gehabt, aber die sind 40 Stunden jeden Tag arbeiten gegangen. Ja, okay. So. Naja, jeden Tag wahrscheinlich eher nicht. Jeden Tag eher nicht, aber ja. Ich habe so gedacht, so, und ich habe immer das Arbeiten so hoch angesehen, was es ja auch ist. Und Fußball ist halt Spaß, Freude. Ja. Und dann, wenn die Leute zahlen mir dafür Geld, dass ich Spaß und Freude habe, krass. Und deswegen habe ich gesagt, 5.000 ist, glaube ich, eine Zahl, die ist okay. Weniger als meine Eltern, weil die gehen ja schwer arbeiten und ich kriege Fußball, habe ich so 5.000 so geschrieben. Habe mich aber dabei unwohl gefühlt, weil ich überlegt habe, vielleicht besser 4.000 schreiben. Da habe ich gedacht, ach komm, ist hier Bundesliga, ich schreibe 5.000. Ja. Und er hat draufgeschrieben, bei sich dann 240.000. 240? Genau, und ich gucke erstmal so, ich sehe meine 5.000, auf seinen Zettel 240.000, ich gucke so. Und dann hat er gesagt, Junge, bleib ruhig, nicht im Monat, das ist aufs Jahr gerechnet. Du kriegst 12 mal 10.000, also mein, das, was er mir war, 10.000 brutto. Mhm. Dazu kann ich gleich auch noch was sagen. Für alle Jungs, die jetzt denken, ich habe einen Vertrag unterschrieben für 10.000, kommt ungefähr nur die Hälfte an, weil brutto netto, aber das wird in der Schule auch nicht gelehrt. Hat er gesagt, 12 mal 10.000 plus 30 mal 4.000. Gute Mathe, 30 mal 4 sind 120. Ja. Und diese 30 mal 4 wäre dann für jede Minute, die ich auf dem Platz stehe, ob Freundschaftsspiel oder Ligaspiel, kriegst du immer 4.000 Auflaufprämie. Dazu gibt es dann noch eine Punktprämie, die aber die Mannschaft aushandelt. Das war damals bei uns für einen Punkt, gab es 3.000 DM. Damals gab es ja nur die Zwei-Punkte-Regelung. Wäre ich auf dem Platz gewesen, hätte ich... Diese, das ist ja auch immer noch so. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich neulich drüber geredet habe, aber es ist wirklich so, Leute, bei manchen sind ja diese leistungsbezogenen Verträge auch noch krasser. Es gibt auch wirklich viele Spieler, die müsst ihr mal mit so, wenn ihr mal irgendwie Kontakt habt mit Spielern, müsst ihr mal mit denen über sowas reden. Es gibt so Spieler, jetzt nicht unbedingt nur von Hertha, die finden es geil, einfach Ersatzspieler zu sein, ja, aber die wollen einfach nur nicht deswegen spielen, weil die unbedingt spielen wollen, so wie immer alle sagen, ja, ich will spielen wegen meiner Karriere und ich will spielen, ich will auf dem Platz stehen. Voll viele wollen einfach wirklich nur spielen, weil die dann halt so geisteskrank viel Kohle kassieren. Also du kriegst zwar auch Punktprämie auf der Bank, aber ist halt deutlich weniger, als wenn du spielst. Deswegen
Deswegen gibt es einfach wirklich viele, die wollen einfach nur spielen, weil sie wissen, sie kriegen dann das Vielfache an Kohle einfach noch rein. Kevin from the Block, haut rein. Okay, mach's gut. Schönen Abend, schön, dass du da warst, mein Lieber. 1.000 bekommen, hätte ich das Spiel gewonnen, nochmal 6, wären nochmal 10.000 extra brutto, die ich dazu hätte verdienen können. So, und wenn du so eine Summe hörst, dann so, weißt du, dann denke ich, was, wie, wo. Und mir war es am Anfang auch sehr unangenehm, bis am Ende meiner Karriere, also bis ich zu Ingolstadt gegangen bin, habe ich gedacht, Fußball ist ein Event, Spaß-Event. Ich gehe dahin, das ist für mich Freude. Aber du hast gar nicht so richtig als Arbeit angesehen einfach, sondern... Nein, ich habe viele in meinem Altersbereich mit oder dann durch die Jugendnationalmannschaften oder auch die A2-Nationalmannschaft oder auch die A-Nationalmannschaft, wo ich habe zwar kein Spiel gemacht, aber ich war bei Qualifikationsspielen mit dabei, saß auf der Bank, EM-Qualifikationsspiel. Also du lernst ja, du hast nur mit Leuten zu tun, die ja auch nur Fußball spielen. Klar. Und da sind ja keine Wissenschaftler dabei oder so, sondern alles nur Fußball und es geht um Gewinnen und Freude und Spaß. Und jedes Jahr kommen neue Spieler dazu, du hast Freundschaften, Bekanntschaften und wirst dafür bezahlt. Du reist immer erste Klasse, du wirst immer top betreut, du kommst in ein Hotel rein, die Karten liegen schon bereit, die nicken, sagen, schön, dass sie hier sind, du nimmst nur die Karte. Du bezahlst ja für nichts. Ich zahle für keinen Flug, ich zahle für kein Essen, ich zahle für kein Hotel, alles ist ja alles all-inclusive. Ja, das ganze Leben. Geil, wie er das ausspricht, all-inclusive. So hat es auch mal Rainer, wahrscheinlich hat es von Rainer, von Kalli, der hat das auch mal gesagt, all-inclusive. Das ist all-inclusive, mehr genau, oder weniger. Genau, das ist alles so und du wirst dann noch bewundert, die Leute freuen sich, wenn du irgendwo essen kommst, oh, können wir ein Bild machen und so. Also du lebst kein normales Leben, so, weißt du, du bist ja in einem, mein Vorteil war gewesen, dass ich das nicht überbewertet habe oder dass ich es nicht besonders gesehen habe. Also ich habe mich immer noch als ich bin der, der ich vorher war. Freundeskreis ja. Immer noch von früher und ich wollte immer mit denen dann was machen. Ich wollte auch nie groß handeln, auch die Jahre danach. Ich habe da nicht gehandelt mit dem Verein. Ich habe gesagt, wenn ihr meint, das soll ich kriegen, okay, dann machen wir das halt so. Ich habe auch immer gedacht, okay, jetzt noch 2 Jahre, dann höre ich dann auf oder dann will keiner mehr und so. Ich war insgesamt in meiner Karriere 4 Jahre verletzt. Ich hatte 9 Leisten-OPs und ich habe halt die große Freude gehabt. Ich habe in 2 Vereinen gespielt, mit Hertha und mit Leverkusen, die jedes Jahr um den Titel mitspielen wollten oder um Champions-League-Plätze mitspielen wollten. Somit habe ich halt auch nur krasse Mitspieler gehabt. Das waren noch Zeiten, Alter. Damals Rudi Völler, Bernd Schuster, ja. Andreas Thom, Se Roberto, Emerson, Michael Ballack, Yildiray Başdöğ, Marcelinho. Das waren schon Kracherspieler, mit denen ich dann halt zusammen auf dem Platz stehen konnte. Aber halt auch die Spieler, gegen die ich gespielt habe. Wer war der beste Spieler, mit dem du jemals zusammenspielst? Egal, ob es jetzt technisch war oder was auch immer. Einfach der dich auf dem Spielfeld extrem beeindruckt hat. Ja, waren ganz, ganz viele dabei. Also waren jetzt, Rivaldo war damals bei Barcelona. Hatschi bei Galatasaray Istanbul. Ja. Das ist halt genial. Wenn der rauskam, hat sie gar keine Socken gehabt, nur mit Barfuß, also weiß ich, Barschuhe und. Barfuß wäre geil, Alter. Barfuß, das wäre so Seevolk-Style. Erst verzichtete auf die Schienbeinschoner, dann auf die Stutzen und irgendwann spielt er ohne Schuhe und rammt dich trotzdem um, Alter. Dann trittst du ihm nämlich mit deinem Eisenstollen auf seinem Fuß und du brichst dir dabei den Fuß. Ein bisschen tapern, hat er ein bisschen jongliert, so ähnlich wie damals Maradona das gemacht, hat er das gemacht. War auch Bernd Schuster, der kam damals bei Real Madrid und Wilder Schnörres, Alter. Barcelona gespielt, war eigentlich unvorstellbar. Den hast du alle zusammengespielt, krass. Oder die mit mir. Ja. Obwohl, aber in dem Fall habe ich mit Rudi gespielt. Aber in dem Fall war es, würde ich sagen, Miku. Der war bei Werder Bremen und der war halt wirklich für mich ein besonderer Spieler. Ich hatte aber auch immer so ein bisschen geschaut, so auf die Spieler, die... meine Position und hab dann mal so Vergleiche gesucht. So. Gut, dann zurück zu deinem Weg zu kommen, dann bist du da von Füchs. Manchmal würde ich mir hier wünschen, vielleicht sieht er das ja, wenn ich das bei YouTube hochlade. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann ins Leere geführt ist, was er gesagt hat, aber manchmal ist es mir fast zu viele Cuts oder es wäre zu lange geworden, aber ich finde, es kann keine zu langen Interviews geben. Ich weiß ja nicht, was da noch gekommen wird. Manchmal ist mir ein bisschen zu viel weggecuttet. Es kann ruhig 2 Stunden gehen. Finde ich immer geil, wenn da so wenig wie möglich gecuttet ist, aber ist ja auch Geschmackssache. Ich weiß, in dieser schnelllebigen Zeit ist es eigentlich auch gar nicht gut, so wie ich das mache, wo es eben viel gelabert wird. Ein Thema von 1 Minute wird bei mir in 30 Minuten abgehandelt, viel um heißen Brei geredet, aber deswegen mag ich selber sowas auch. Ja, also dieses Schnelllebige, was immer das Moderne ist, immer cut, 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 ist gar nicht so meins. Ich höre dann lieber, wie man sich dann nochmal so im Reden verrennt oder so. Jetzt ist es aber nur meine Geschmackssache, weil ich hätte jetzt gerade gerne gehört, was er da noch gesagt hat, hätte, hat, wollte, könnte. Zu Leverkusen gewechselt von der Andi K. mach's gut, kannst du ja morgen reinziehen, den Rest.
Europa-Liga in die Bundesliga, den Traum, den, sage ich mal, jeder Jugendfußballer in Deutschland hat, was jetzt nicht Champions League betrifft, sondern Bundesliga zu spielen. Wie war das für dich, deine erste Vertragsunterzeichnung? Wie war dieser Moment, wenn du da von Berlin, Reinickendorf nach Bayer 04 Leverkusen wechselst und da auf einmal alles viel größer ist? Wie war das für dich? Erzähl mal so ein bisschen. Erstmal bin ich mit meinen ganzen Kumpels, die haben gesagt so, hey, du bist Berliner und so und lass dir nichts gefallen und bis jetzt 18 kommst du da zu Leverkusen, ey, du musst gleich zeigen, ey, mit dir nicht und so. Und ich dachte so, ja, klar, aber jetzt alleine keine Freunde mehr dabei, ja. Alles neu dann und so. Habe ich so, ja, werde ich schon machen. Habe ich mir überlegt, einen Abend vor dem ersten Training war ich ja dann da im Hotel. Habe überlegt, okay, wie mache ich das denn am besten? Ich gehe am besten rein, meine Tasche, ich sage kein Hallo, sag nur so, Tag in die Runde so, geh nicht. Richtiger Berliner-Style, Alter, erstmal schön arrogant. Und sag jeden, so wie so ein Dackel, die gib jedem die Hand so, aber ich sag einfach so, setz mich irgendwo hin. Ausgedacht, umgesetzt, komm rein in die Kabine, guck so, war so ein U-Form. Hier waren so eine Bank mit zwei Haken und sonst waren überall Spinde. Hm. Ich gehe rein und die gucken natürlich, wenn du neu bist, ist wie überall, du kommst nur rein, jeder kennt das Gefühl. Die gucken dich an, ich guck erstmal so in die Runde so rein, leg meine Tasche so ab. Setz mich hin auf den Platz und sag Tag. Und die so schmunzen dann so, weißt du, denken, okay, wer ist der jetzt? Dann sagt einer so, ey, da sitzt du auf dem falschen Platz. Da sitzt schon einer. Und dann gucke ich so, dann sage ich so, wer denn? Und dann sagen die, na, Bernd Schuster. Und der war damals der größte Spieler dann da in der Bundesliga. Also den kanntest du aber auch, oder? Ja, nicht nur in Leverkusen, sondern war in der Bundesliga, da war so ein Highlight, dass Bernd Schuster überhaupt wieder in der Bundesliga. Mhm. Dann habe ich gesagt so, da saß er. Weil jetzt kann er sich einen neuen Platz suchen, jetzt sitze ich hier. Sagt einfach so 19-jähriger Zecke, Alter, geil. Und guck so. Und die gucken erstmal alle so erschrocken und dann lachen die so. Und ich habe gesagt so, okay, das war jetzt der Move, um zu zeigen, ich bin jetzt da. Aber nicht ich. Ist sehr geil, Alter, aber so stelle ich ihn mir auch vor. Also ich glaube, so ist er wirklich in real life. Der Besondere, sondern einfach so, mit mir, mich könnte er nicht schubsen oder so. Genau im selben Moment kommt Bernd Schuster um die Ecke. Blonde Mähne, braun gebrannt, war ja nach dem Urlaub dann. Ich guck so hoch. Und er guckt so und dann sagt, sitzt du ja? Und er nur so. Dann habe ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich habe dir deinen Platz nur warm gehalten. Und dann bin ich so, und dann stand ich in dem Raum. Geil, dass er aber auch so ehrlich ist, ja. Er hat sich hingesetzt, alle haben so gelacht und dann gucke ich so in den Raum. Dann sage ich so zu ihm, weil ich habe überlegt, wenn ich mich jetzt da hinsetze, dann sagen sie wieder, da sitzt der, ich setze mich da hin, sitzt der. Und dann bist du halt wie so ein Dackel, dass du von Platz zu Platz dann weißt du? Und deswegen sagst du, okay, wo ist ein Platz? Und meistens waren es die Eierplätze. Und somit habe ich dann gesagt, Männer, seid ihr der Meinung, ich soll lieber jetzt da sitzen, wo nur die Haken waren? Mhm. Und alle so. So ein paar Tage später hatten wir Trainingslager und da wurde ich von der Zecke gebissen in der Kniekehle. Okay. Ach, da kam sein Spitzname her. Dann immer so gekratzt, so hab die so rausgedreht, gekratzt und hat sich entzündet. Und irgendwann hatte ich so einen blauen Strich hier und dann bin ich zum Physiotherapeuten gegangen, damals Dieter Czollig, hab gesagt, Scholli, guck mal, was ist denn hier? Und da hat er, oh, anhalten, sofort ins Krankenhaus, hatte ich eine Blutvergiftung. Ach du Scheiße. Ja, und lag 3 Tage Intensivstation, weil die ab der Leiste nicht wussten, wo ist jetzt die Blutvergiftung, wie weit ist die noch fortgeschritten. Als ich aus dem Krankenhaus rauskam, und er hatte gesagt, ach, da kommt ja die Zecke. Und ab dem Moment haben alle Zecke gesagt. Und das war der Grund für deinen Spitznamen jetzt? Genau. Viele Blinde, die keine Ahnung vom Fußball haben, die haben ja gesagt, ah, Zecke, ah, du bist so ein giftiger Zweikämpfer, ne? Du beißt dir immer an deinen Gegenspieler fest. Ich habe immer das als Beleidigung gesehen. Habe gesagt, was? Ich war ein genialer Fußballer. Aber der war ein super Fußballer, aber der war trotzdem auch sehr, sehr giftig. Das muss man schon sagen. Das haben das nicht alle so gesehen. Also was für ein komischer Grund, dass die diesen Spitznamen. Also so wie ich es beobachtet habe. Hammer Graphic schreibt, ich sag dir Zecke an der Seitenlinie, das wäre es gewesen. Ich glaube, der würde die Spieler richtig gut erreichen. Ja, das schon. Frage ist halt, ob er auch im taktischen Bereich und so weiter, ob das ausreichend wäre. Aber es heißt ja nicht, dass er Cheftrainer sein muss. Wir haben ja 1000 Teammanager, irgendwelche Leute, die wir holen, wie Khedira, die nur für die Kabine da sein sollen. Ja, dann nimm doch so einen. Ja, der muss ja nicht Cheftrainer sein. So wie Fossi damals. So hat es ja Magath auch gemacht. Eben, ne? Zecke, einfach nur, weil du mal gestochen wurdest? Ja. Aber du hast dich damit abgefunden, ne? Naja, wir hatten 3 Leute, die hießen Andreas. Ach so, okay. In der Mannschaft so, weil so ein Zecke war jetzt für mich nichts Dramatisches. Ja, ja. Wie lange warst du bei Leverkusen? Du warst jetzt 2-mal bei Leverkusen, richtig? Genau. Die erste Phase waren? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre.
Und dann nochmal ein Jahr. Also insgesamt war ich 3,5 Jahre da. Erzähl mal, wie sind deine ersten 2,5 Jahre verlaufen, wenn du so... Ne, am Anfang warst du, damals war, der Kader war immer nur 16 Leute und Leverkusen, wir hatten aber 20 Nationalspieler. Und Leverkusen hat immer 10 junge Spieler mitgenommen, also vor der Saison geholt. Und Rainer Kallmund hatte so die Devise, wenn einer davon durchkommt, dann hat sich das schon gelohnt. Also sie haben in ganz Deutschland haben sie einen riesen Scouting gehabt und haben überall die jungen Spieler geholt, die Topspieler. Ich habe mit 17 aber schon U21-Nationalmannschaft gespielt. Das heißt also, ab dem Moment, wo ich in der Oberliga war und die Aufmerksamkeit da war, habe ich halt auch in der U21-Nationalmannschaft. Ach so, also bei nicht mal für Deutschland. Genau, hast du als 17-Jähriger für die U21 gespielt? Genau. Kannst du da auch kurz erzählen, wie das, also nur kurz und knapp, wie läuft das ab? Ruft dich da jemand an? Ich habe eine Einladung bekommen vom DFB. Schriftlich? Oder? Schriftlich. Ja. Und dann stand halt beispielsweise, da stand drauf, Carsten Behron, HSV. Und dann stand Andreas Neundorf, Reiningdorfer Füchse. Was bestimmt auch die anderen gar nicht kannten. So. Die haben ja bestimmt das gleiche Schreiben bekommen, ne? Ja, genau. Und dann denken die sich so bei Bayern München, ja, vielleicht dachte ich, ist ja... Der, keine Ahnung, der Physiotherapeut, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da stand der Mittelfeld Reiningdorfer Füchse. Ja. So, und jedenfalls. Richtig geiles Interview, muss ich auch sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, Masto Wasli, grüß dich. Dann dahin, dann kriegst du so einen Anzug. Und ich habe immer weiße Tennissocken am Arm. Ja. So, und einen Anzug, das heißt ja keine weißen Tennissocken an. Aber das wusste ich ja nicht, weil wann habe ich in meinem Leben einen Anzug an? Und ich hatte auch keine Anzugsschuhe. Ich hatte nur meine Turnschuhe oder irgendwie sowas. Ich habe auch keinen Gürtel gehabt, weil ich habe Hosen geholt, die gepasst haben. Früher hast du ja keinen Gürtel gehabt. Als 17-Jähriger hast du keinen Gürtel gehabt. Da haben die Hosen einfach gepasst, ja. Genau, die passt. Und wenn nicht, hast du den Pulli in die Hose gemacht oder ein T-Shirt. Oder also. Jedenfalls komme ich da an und dann haben wir 100 Mark Tagesgeld bekommen für jeden Tag. Und die Reise ging irgendwie 7 Tage oder 8 Tage, habe ich 800 Mark bekommen. Und denkst so, krass, 800 Mark, cool und alles so. Und halt den Anzug, aber die Hose war zu weit. Und dann, wo kriege ich einen Gürtel jetzt her? Ich habe gedacht, ein Gürtel kostet 10 Mark damals. Dann ging in so einen Shop da rein im Hotel und dann hat der 150 Mark oder so. Für einen Gürtel? Ja, dann habe ich gesagt, was? Ich zahle doch nicht von meinen 800 jetzt 150 für einen Gürtel, dass die doofe Hose passt. Also habe ich mir einen Schnürsenkel aus meinen Fußballschuhen rausgenommen und habe den so rumgemacht. So. Und dann stand ich am Gepäckbankfuß so drauf, weißt du, und jeder hat dann gesehen, ich war der Einzige mit weißen Socken. Und so haben die dann gedacht, was ist denn das für einer? Aber das Schöne ist ja am Fußball. Ist sehr geil, Alter. Der ist wirklich so geil. Sobald der Ball dabei ist und du auf dem Platz bist und zockst, dann kriegst du deine Anerkennung oder Respekt. Ja. Denn die habe ich dann ganz schnell bekommen, weil Krass. Die wussten, dass ich jung war und ich habe die halt auseinandergenommen. Wie viele Spiele hast du gemacht für die U21? Weißt du das? Ja, 23. 23 und? Spiele und ich war auch Rekordnationalspieler. Ich habe auch bei der EM, bin ich abgereist, weil wir waren in der Urlaubsphase und wir konnten, waren doofer Modus und ich hatte ein bisschen Adduktorenprobleme. Und dann, die haben wir gespielt mit Ballack, Frings und so. Also Ballack und Frings waren, ich will nicht sagen, meine Wasserträger, aber die waren halt 6 und 8 hinter mir, die beiden Sechser, die mir den Ball zuspielen sollten immer und ich war der Zehner und ich habe das Spiel dann für uns gemacht. Warst du A-Nationalspieler? Damals gab es so eine A2-Nationalmannschaft, wo man die Jungen, das war so für WM 2006. Das oh, kennt ihr das noch? Ja, Mann, kenne ich auch noch. Die mussten dann nicht alle unter 21, glaube ich, sein. Ich weiß gar nicht, wie das war. War das eine U23? Das weiß ich auch noch. Diese Mannschaft für die WM 2006 so als Vorbereitung. Ey, was sie damals noch für die Jugend alles gemacht haben. Sowas sollen die mal heute lieber wieder machen. Das war geil. Vorbereitung-Ding. Da war ich heiß gehandelt. Dann war ich verletzt gewesen. Dann war ich bei der A-Nationalmannschaft zweimal mit dabei gewesen. In Dortmund war ein Spiel, EM-Qualifikationsspiel. Da hat Christian Ziege 3 Tore gemacht. Ich sollte dann reinkommen für ihn. Ziege vorbeigekommen an der Trainerbank. Damals war Erich Ribbeck Nationaltrainer. Hat gesagt, Trainer, nimm mich nicht runter. Ich mach noch ein Tor. Und ich stand schon so an der Seitenlinie, fertig, alles drum und dran. Und dann meinte Ribbeck so, zeig, setz sie wieder hin. Nächstes Mal bist du dabei. Ach du Scheiße. Und da habe ich so gedacht, auch gut. Nächstes Mal bin ich auf alle Fälle mit dabei. Dann okay. Dann nächstes Mal. Nur dann habe ich mich verletzt und war ein Jahr raus. Also A-Nationalspieler bist du richtig. Team 2006, glaube ich. Ja, das kann sein, dass es so hieß, Pascal. Geworden auf mehrere Spiele. Nee. Dann Leverkusen. Also kurz und knapp, wie war deine Zeit? Gut, schlecht? Wenn du es in einem Satz beschreiben könntest oder in einem Wort oder... Menschlich, Hammerzeit. Für die Persönlichkeit, super. Die Menschen dort, top. Ich habe halt einen Dachschaden gehabt. Hatte Probleme mit Leuten, die diese Funktionen hatten. Trainer sein oder autoritäre Funktionen hatten oder mir sagen durften oder dachten, was darf ich nicht. Ich sag das immer so Berliner Schnauze. Ja, aber das war schon ein bisschen mehr als Berliner Schnauze. Okay. Wenigstens sieht er sein. Sagen wir mal so, ich bin ja nicht dumm. Ich wusste ja dann schon, okay, wie weit kann man gehen? Und ich wusste danach auch schon immer so, oh, das war jetzt too much. Deswegen habe ich auch immer gesagt, ich lebe mit den Konsequenzen, weil ich weiß, es war jetzt too much. Bereust du da was?
nicht eine Sache. Also nicht eine Sache, weil alles sollte so kommen. Und alles, was ich gemacht habe, was nicht korrekt war, war ich im Anschluss dann bei denjenigen und habe mich dafür entschuldigt oder habe gesagt, war too much oder sorry oder was auch immer. Hast du Spielzeit gehabt in den 2,5 Jahren? Ja, ich habe Spielzeit gehabt. Da haben wir gegen Gladbach gespielt und da stand es 2-2 und wir haben Ecke, letzte Minute. Dienrichek will machen und der stellt sich vor den Ball und dann sagt, ey, geh doch mal weg. Da meint er, bleib locker, das Spiel ist sowieso jetzt aus. Nach der Ecke ist Schluss. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich drehe die Ecke doch jetzt schnell noch ein. Dann sagt er, ja klar. Dann meinte ich, wollen wir wetten? Dann meinte ich so, komm, wir wetten. Wenn ich eindrehe, kriege ich die Fahne, was willst du haben? Dann hat er gesagt, Kasten Bier. Also okay, alles klar. Krass, dass sowas auf dem Spielfeld besprochen wird, ja, ne? Das ist ja so denn an der Eckfahne. Ich habe die Ecke eingedreht direkt. Ins Tor. So, ja, haben wir 3-2 gewonnen denn. Und ich laufe so zurück, merke ich, deine Fahne kriege. Und er ist dann zu unserer Trainerbank gegangen und hat gesagt, der ist ja verrückt. Und die so, ja, wissen wir, ja. Der hat eben zu mir gesagt, der dreht die Ecke jetzt noch ein, ihr gewinnt das Spiel. Und dann war der letzte Spieltag in München, haben wir gegen Bayern München gespielt mit Leverkusen. Und ich war auf der Bank und kam dann rein. Und da war so ein Freistoß, aber eigentlich für einen Rechtsfuß gedacht. Und Bernd Schuster, der war Freistoßspezialist. Und dann gucke ich so zur Trainerbank und zeige zu dem Stepanovic, ich schieße. Und er zeigt nur so, keine Ahnung, was er meint, ob er meint, ich soll schießen oder so. Und die legen sich den Ball hin. Wie alt warst du? 18 oder 19, weiß jetzt nicht. Hab den Ball so genommen und leg hin. Und der Bernd Schuster nimmt den Ball wieder und legt ihn sich wieder so hin. Gucke ihn so an, sage, ich schieß. Nimm den Ball und leg ihn wieder so hin, dass ich ihn schieß. Dann habe ich einfach zu ihm gesagt, hier, Steppi hat gesagt, ist ja laut, weißt du. Ja, also, du wusstest gar nicht. Der hat gesagt, ich soll schießen, guck doch. Und der guckt so und Steppi macht irgendwie so. Kann aber sein, er meint auch gar nicht dich. Genau so. Und da hat er geschossen. Das ist geil, ey. Aber ich weiß nicht, wer es war. Ich stand dann so und denk so, Mann, ey, sind die Gegenspieler alle groß. Weißt du, wie soll ich den jetzt reinmachen? Mhm. Weil normalerweise bin ich immer an alle Sachen, kein Problem, locker. Und da habe ich gedacht, scheiße, Bernd Schuster ist jetzt sauer, dass er nicht schießen kann. Guter Freistoß, stand 2-1 für Bayern, kurz vor Schluss. Alter, ach, was soll's. Habe ich dann einfach durchgezogen, und so durch die Köpfe der Mauer, der Torwart kommt so ran. Hält so leicht, geht unter Latte, bupp, und springt dann halt raus. War kein Tor, ja? War kein Tor, aber eine geile Aktion halt. Okay, ja. Und damals war Sat.1, RAN Sat.1. Und die haben da von 1100 Positionen dann gezeigt. Und damals war es halt auch so junger Spieler. Und die haben so gesagt, schauen Sie sich das an, was passiert da? Bernd Schuster legt den Ball hin. Nee, jetzt kommt der junge Zecke, nimmt den Ball und legt ihn sich selber wieder hin. Bernd Schuster, kleiner Disput. Legt sich den Ball wieder? Nein, der freche Berliner schnappt sie wieder den Ball. Bernd Schuster geht zur Seite. Der hat sich durchgesetzt gegen Bernd Schuster, Freistoßspezialist. Jetzt sind wir mal gespannt. Und so wurde so hochgepusht, weißt du? Aber ich finde es krass, wie du jetzt von dem, was du bis jetzt erzählst, wie du immer so selbstbewusst auch warst und zu sagen, gegen diese großen Spieler, gegen einen Bernd Schuster. Also ich finde es ja richtig geil. Aber natürlich, wenn du mehrere so eine Charaktere in deiner Mannschaft hast, dann wird es auch schwierig, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil das waren ja so Sachen, die ich dann auch an anderen Jugendspielern, die es irgendwie nicht geschafft haben, die sich dann immer so gerechtfertigt haben, so ein bisschen kritisiert habe, weil so kannst du ja auch nicht im Team dann dich verhalten. Aber es ist auch geil, wenn du ab und an mal so einen hast, ist es geil für die Teamchemie. Aber wenn jeder natürlich so denkt, dann kann das auch nichts werden. Sagst du einfach, weißt du was, ich schnapp mir da jetzt den Ball, weil andere junge Spieler haben nicht dieses Selbstvertrauen und sagen, sondern sind so diese kleinen Schafe, sage ich mal, und sagen, okay, alles, was gesagt wird, mache ich. Aber du warst da einfach, ich mach da. Ich gehe hin, ich nehme den Ball, egal was der Trainer da jetzt da hinten zeigt. Der wird schon mich meinen, ob du es wusstest oder nicht. Krass. Wer war damals, kannst du dich erinnern, gegen wen du gespielt hast damals bei Bayern? Die großen Namen? Matthäus und sowas alles so. Gegen die alle hast du gespielt, ja, ne? Ein Jahr später oder 2 Jahre, wo ich dann halt auch regelmäßiger immer gespielt habe, haben wir in Bremen mein erstes Bundesliga-Tor. Freistoß von einer Stelle war eigentlich eine Position, wo man eine Flanke bringen muss. Und ich stand dann so und guck so und denk so, okay, den hau ich jetzt rein. Und sagt so, ich bring ihn. Und er so, nein, ich bring die Flanke. Bin ich einfach schnell angelaufen, schieß, Olli Reck war im Tor, macht sich lang, will so halten, so, geht oben in den Winkel rein. So, weißt du, ich mich gefreut, erstes Bundesliga-Tor. Was war das für ein Gefühl? Erstes Bundesliga-Tor? Es ging so, weil wir lagen 2-0 zurück. Okay, also du hast gar nicht die Zeit gehabt. Schlaf gut, Hammer Graphics. 1-0 zurück. Wir haben 1-1 gemacht, okay. Aber wir waren die bessere Mannschaft. Ich habe jetzt nicht so riesig gejubelt oder so. Leverkusen, Kapitel abgeschlossen. Zurück zu Hertha. Wie kam das? Ich hatte die Möglichkeit, Rainer Kallmund kam. Ich hatte jetzt mit dem damaligen Trainer, hatte ich den besten Draht. Der hat mal 78 Tore in einer Saison in der D-Jugend gemacht. Das hat er hier gar nicht erzählt. Das wäre ja auch mal interessant gewesen. Ja, aber der war schon, wie gesagt, damals, als ich angefangen habe, Fußball zu gucken, da war er dann auch irgendwann nicht mehr der Jüngste, aber der war schon ein krasser Standardschütze. Jetzt nicht nur direkte Freistöße, also die auch. Kann mich auch noch an viele geile Freistöße von ihm erinnern, aber generell seine Standards, auch seine Ecken und seine Bälle rein.
Das war noch ein anderes Standardniveau als heute bei uns. Lag aber zum größten Teil an mir selber, weil meine Art nicht okay war. Und als Hertha dann aufgestiegen ist in die Bundesliga, war das für mich so, ey, ich kann wieder zurück zu meinen Kumpels. Und da ging es mir gar nicht mal um Hertha. Diese Liebe mit Hertha, die entwickelte sich danach erst. Und als ich dann bei Hertha war, ich wurde dann halt nur ausgeliehen. Wie war's? Ey, er sieht einfach aus wie Sherman, Alter, von American Pie. Guck mal. Erst. Und als ich dann... Oder? 1:1 dieser Sherman, Sherminator von American Pie. Hertha war, ich wurde dann halt nur ausgeliehen. Wie war's? Zurück in deiner Stadt... Als Profifußballer, du bist angesehener Profifußballer, du hast... Leider war ich verletzt gewesen. Ich hatte einen Adduktorenabriss vorher mir zugezogen und mir wurde gesagt, eine Zerrung und im Januar ist es wieder weg. Im Januar bin ich nach Berlin gewechselt, kam aber die ganze Zeit nicht auf die Beine und somit habe ich erst ab der neuen Saison war ich dann erst fit gewesen. Mhm. Da war es dann Hammer. Hertha war dann... Paul, ey, wie so ein kleiner Junge, guck mal, wie er da noch aussieht. Ey, die beiden zusammen, Legende, auch sehr, sehr geiles Trikot. Ich glaube, das Trikot gibt es auch noch mit Otello drauf, ne? Da gab es eine Saison mit Otello, damals gab es ja Trikots noch für zwei Saisons, sodass man sich nicht jede Saison zwei neue Trikots kaufen musste, um aktuell zu sein. Ich glaube, das gab es, genau das gleiche gab es, glaube ich, auch mit Otello. Geil, der junge Zecke. Also, wie gesagt, ich fand den geil. Ein Jahr in der Liga, hat die Liga gehalten und im zweiten Jahr haben wir uns für die Champions League qualifiziert. Und dann kam Leverkusen und hat gesagt, ich muss wieder zurück. Weil du hast gut gespielt in Berlin aber auch, oder? Ja, die hatten... Ach so, dann kennst du den ja auch ein bisschen besser, mein Lieber. Vorstellung und Kalmund wollte, dass ich komme und ich wollte aber nicht, habe alles daran gesetzt, dass ich nicht komme. Also der Fakt, ich hatte damals Probleme dann mit dem Trainer gehabt, war damals Christoph Daum, aber den ich heute sehr schätze und wir haben uns dann auch ausgesprochen und früher war ich, in diesem Punkt war ich ein Arsch, da habe ich dann über ihn hergezogen, habe ihn fertig gemacht, habe ihn beleidigt, alles drum und dran. Auch öffentlich oder nur? Öffentlich auch, ja. Wir haben uns aber ausgesprochen und deswegen würde ich das jetzt nie wieder machen, weil beide haben wir Fehler gemacht. Er war ein großer Trainer, ich war ein junger Spieler. Ja. Also ich hätte eher den Mund enthalten sollen, konnte ich aber nicht. Ich bin halt ich. Ich bereue es aber nicht. Also ich sage, alles sollte so sein. Und das Gute ist aber, dass wir jetzt im Guten sind und ich habe den Moment verpasst, mit ihm halt gut und eng zusammenarbeiten zu können. Meine Art mir im Weg stand und vielleicht... Wie alt ist denn der jetzt? schon, okay. 75er Jahrgang. Mhm. Also als ich angefangen habe, Fußball zu gucken, war der so 27, 28. Okay. Also sehr, sehr geiles Interview. Auch geil, wie frei Schnauze er hier spricht. Auch seine Art ihm im Weg stand, dass wir da hätten besser zusammenkommen können. Ein Jahr in Leverkusen, ich habe unter Daumen nicht gespielt. Kein Spiel? Kein Spiel, aber das war, hat er ja vorher auch gesagt, dass ich bei ihm nicht spielen werde. Aber also du hast auch richtig gezeigt, dass du da eigentlich nicht hin wolltest. Ja, das habe ich gemacht. Wie sind die damit umgegangen? Beziehungsweise wie war die Zeit für dich, wenn du weißt, du willst da eigentlich gar nicht sein, du musst da aber sein, du bist, ich will nicht sagen gefangen, weil gefangen bist du nirgendwo, es gibt immer einen Ausweg, aber du willst ja da einfach gar nicht sein. Ich hab das Beste draus gemacht. Ich habe Spaß, Freude da gehabt. Ich habe Golf erlernt denn da in der Zeit, bin Golf spielen gegangen, ich habe Spaß und Freude. Also du hast dich nicht so unterkriegen, aber es gibt einige, die so ein mentales Loch fallen und sagen, okay, nee, das hatte ich nicht. Das ist gut. Okay, und dann ein Jahr und dann? Dann, aber dann nach einem halben Jahr musste... Otello war nur ein halbes Jahr? Okay, nee, da war ich noch zu klein, da auf so eine Facts weiß ich dann nicht mehr. Masto Wasli schreibt, Kult war sein Dad Rainer, der hatte damals noch einen Lautsprecher im Auto, wo er reinsprechen konnte an der Ampel. Geil. Das ist also wirklich eine sehr geile Familie an sich schon. Christoph Daum gehen und da habe ich dann eine gute Zeit gehabt, bis ich mich dann im Winter wieder verletzt habe. Unter anderem war dann halt auch ein Spiel, das kam dann dazu, wir haben gegen Hertha gespielt. Mhm. Und wir haben in Leverkusen... Mit Deisler hier noch. Den Ball fand ich übrigens damals richtig geil. Den wollte ich immer als Original haben. Und wir haben das Spiel gewonnen. Ich war in der Startelf gewesen, habe ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich wurde aber von den Hertha-Fans so empfangen, die haben dann halt die ganze Zeit Allee, Zecke, Neuendorf, Allee gesungen. Wow. Ich bin hingegangen, hab Ah, das kenne ich auch noch. Das kenne ich auch noch aus meinen ersten Stadionbesuchen, dass man das immer gesungen hat. Stimmt. Das war vor dem Spiel, das war während des Spiels. Bin ausgewechselt worden, haben sie es gemacht. Ich habe den applaudiert. Kalmund. Er kommt bestimmt auch noch zu seiner Trikotzerreißer-Aktion. Ich wollte weiterhin die hatten mir ein finanziell eigentlich unmoralisches Angebot unterbreitet, dass ich da bleibe. Darfst du das sagen? Oder? Also ist dir überlassen. Achso, nee, ich hätte das, was ich in Berlin, ich hätte 2,5-mal so viel bekommen wie in Berlin. Das, was ich da brutto hatte, netto, sondern das Doppelte. Wow, so. Also auf jeden Fall viel mehr Geld. Viel mehr, viel, viel mehr Geld hätte ich da bekommen, wenn ich denn da unterschrieben hätte. Aber ich wollte nicht, weil auch gerade dieser Eindruck mit diesem Spiel Leverkusen gegen Hertha, dass die Fans mich so, wollte ich dann zurück und Geld, habe ich vorhin schon gesagt, war nie ein Thema für mich.
gibt es auch nicht mehr so viele Leute, Alter, die nur, weil sie gefeiert werden von einem anderen Club, dann sagen, boah, nee, ich fühle mich da wohler und so weiter, die Fans feiern mich. Wobei Olli könnte auch schon so einer sein. Und das Krasse ist ja, früher ging es ja auch schon um sehr, sehr viel Geld, aber jetzt geht es ja noch um viel mehr Geld. Und man, also ich aus meiner Position, ich kann es ja nicht sagen, weil ich ja wahrscheinlich niemals in meinem Leben ansatzweise so viel verdienen werde. Aber wer weiß, man weiß es nie. Man müsste eigentlich denken, so früher, die sind ja, also da war es ja schwieriger, sag ich mal, sich abzusichern für sein Leben lang, wenn man Fußballer war. Da würde man es irgendwie noch eher verstehen, wenn man da nach dem Geld gegangen wäre. Heute sind die Summen ja egal, wo du hingehst, auch wenn du da eine 2,5-fache verdienen kannst, aber du bist ja vorher schon so ein Multimillionär, nur wenn du ein durchschnittlicher Bundesligaspieler bist, dass man immer denken müsste, aus unserer oder meiner Position, scheiß doch mal jetzt darauf, ob du da jetzt statt 2 Millionen 5 Millionen kriegst, 2 Millionen, wenn du das deine Karriere durchziehst, reicht für dich und deine 3 Generationen nach dir und deine ganze Familie. Ja, aber irgendwie war es dann, für gefühlt war es früher mehr so, dass Spieler sich dann doch eher fürs Herz statt fürs große Geld entschieden haben als heute. Gefühlt. Vielleicht gibt es das heute auch, man kriegt es nicht so mit, aber kam mir früher auf jeden Fall mehr so vor. Aber wie gesagt, man kann es auch immer nicht sagen, ich stecke ja nicht in deren Haut, wenn man selber dann so ein krass hohes Angebot kriegt. Vielleicht ist es auch gerade bei den hohen Summen noch verlockender, wenn man dann statt 2 Millionen 5 bekommt, ich weiß es nicht. Sondern dieses Gefühl war für mich viel wichtiger. Aber du warst doch absolutes Publikumsliebling in Hertha. Also ja, und das hat aber auch mit diesen Umständen zu tun, ja, dass ich halt die ganze Zeit mich bekannt habe zu dem Verein und wollte nicht nach Leverkusen. Der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass ich dann halt auf viel Geld verzichtet habe. Hauptsache, ja, dass ich in Berlin dann war. Und so kam es dann bin ich halt dann zu Berlin zurückgekommen. Zu Ende der Saison? Ja, zur neuen Saison bin ich dann zu Hertha zurückgekommen. Ausgeliehen oder direkte Wechsel? Nee, direkt dann komplett. Mein Vertrag lief aus und dann war ich bei Hertha. Okay. Dann bin ich bei Hertha geblieben, bis ich 32 war. Das bedeutet, du warst dann von Leverkusen, wie alt warst du, als du von Leverkusen nach Berlin gewechselt bist? Das zweite Mal dann? 23. Und dann konnten wir uns nicht einigen. Hast keine Benachrichtigung von Twitch bekommen? Ja, das funktioniert ja immer nicht richtig. Du musst mir auf Instagram folgen, mein Lieber. Außerdem, montags müsstest du doch wissen, 21.30 Uhr. Und im Video habe ich es heute auch gesagt. Ja, das mit der Twitch-Benachrichtigung, ich weiß nicht, warum das immer nicht klappt. Aber schön, dass du zu später Stunde noch da bist. Manager Dieter Hoeneß und damit der Trainer Falco Götz waren der Meinung, dass ich vielleicht das nicht mehr so hinbekomme. Aus heutiger Sicht haben sie recht gehabt. Und allein dieser Name als Publikumsliebling hat dann nicht mehr gereicht, um dann in dem Verein zu sein. Ich hatte da Action mit Dieter Hoeneß in der Zeit, aber ich habe es nicht nach außen getragen. Okay. Ich hatte ein halbes Jahr vorher hatte ich ein Top-Angebot gehabt von Klopp. Mhm. Der war Mainz Trainer, die haben gegen Abstieg gespielt und er wollte unbedingt mich holen und dass ich dabei bin. Ich hatte ihn kennengelernt, WM 2006 in Deutschland. Und dann war halt der Punkt, wo, okay, wie geht's jetzt weiter? Mhm. Und Klopp ist halt ein besonderer Mensch. Und ich hatte viele oder gemeinsame Öffentlichkeitstermine mit ihm. Wir haben die WM-Zeit in Berlin, die Spiele in Berlin, da hatten wir viel Kontakt gehabt und hatten einen guten Austausch und haben so ein gegenseitiges gutes Gefühl entwickelt. Und er wollte dann unbedingt, dass ich sein Spieler werde. Dann war ich dann halt bei ihm gewesen. Hoeneß hat gesagt, nein, du bleibst in Berlin. Du gehörst nach Berlin wie das Brandenburger Tor. Dich lasse ich hier nicht gehen. Ja, um dann halt 3 Monate später mir zu sagen, wir haben jetzt keine Vorstellung mit. Das ist halt auch immer so die Kehrseite der Medaille. Ne? Wenn ich vorher gesagt habe, es entscheiden sich zu wenig Spieler dann auch fürs Herz und lieber fürs Geld. Die Kehrseite der Medaille ist halt, dass im Fußball sich alles, wie er es jetzt beschrieben hat, innerhalb von 1-2 Monaten komplett ändern kann. Ja? Du bist Publikumsliebling, das bleibt vielleicht eine Weile, aber so von der Vereinsseite, die lieben dich, die wollen mit dir einen Vertrag verlängern und schon ein Jahr später nach ein paar Verletzungen wollen die dich nicht mal mehr verlängern. Man sieht es ja jetzt auch bei einem Jahrstein. Am Ende weiß man nicht, was da vorgefallen ist, wird bestimmt noch rauskommen durch das Gericht, aber du kannst so lange Verdienst gewesen sein und hast vielleicht auf Geld für den Verein verzichtet und dann kommt irgendein Entscheidungsträger und sagt auf einmal, ja, jetzt bringst du uns nichts mehr weg mit dir. Das ist eben genau das Problem und deswegen muss man dann manchmal vielleicht auch die Spieler verstehen, dass die sich sagen, ey, ganz ehrlich, ich muss hier an meinen eigenen Arsch denken, was weiß ich, jetzt liebt er mich noch und nach einem halben Jahr hasst er mich oder will er mich nicht mehr verlängern, ich muss jetzt immer das beste Angebot annehmen, ne? Und ich hatte ein Top-Angebot von Mainz, also die hätten mir einen 3-Jahres-Vertrag gegeben. Mit 32, ne? Das genau. Ist auch nochmal. Und auch zu dem Doppelten, was ich bei Hertha bekommen hätte. Was? Mainz konnte das Doppelte bieten, was bei Hertha bezahlt hat? Hat aber gesagt, geht nicht.
möchte er nicht, um dann später zu sagen, nee, wir haben jetzt keine Verwendung, du könntest hier bleiben als Standby-Profi, hilfst ein bisschen U23 aus. Ich hätte bei Hertha bleiben können, aber unter den Umständen habe ich gesagt, der kann mich mal. Also der Abschied war nicht gerade so schön. Der Abschied war genial, weil ich wurde von den Fans halt genial verabschiedet. Ja, das meine ich nicht. Ich meine, der Abschied mit in Verbindung mit... Mit Hoeneß, ja, der war nicht gut. Das hat geknallt da. Jedenfalls von den Fans war genial. Die haben eine Choreografie für mich gemacht. Weißt du, durch das ganze Stadion war dann halt Berliner wie wir. Eine Atze nimmt Abschied, aber seine Seele bleibt hier. Und dann mein geil Bild halt in Übergröße da in der ganzen Ostkurve hoch. Da ist zum Beispiel auch eine Szene dabei, habe ich Ball mit der Hand vorgelegt, mal ein Tor dann gegen Stuttgart gemacht. Dafür im Spiel hätte ich eine gelbe Karte bekommen, aber nachhinein im Sportgericht habe ich 4 Spiele Sperre bekommen. Wow. Aber der Schiri hat mich nicht mehr gefragt, der hat nicht mehr gesagt so. Weil ich ja vorhin gesagt habe, immer fair und alles so. Hätte der Schiri gesagt, hast du Hand? Und hätte ich gesagt, ja, habe ich. Man hört ja, ich weiß nicht, man hört immer wieder Skandalspieler, Zecke 9, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du eingibst bei Google, dann siehst du immer wieder so Skandal, Zecke, Neuendorf, immer irgendwas in die Richtung. Und ich habe mich immer gefragt, also so viele Skandale. Aber wenn du die Skandale, also wenn du mal reinschaust, da gibt es gar keine. Ja, deswegen sage ich ja. Also wenn deswegen frage ich dich ja, wenn du jetzt schon live vor mir stehst oder im Internet stehst. Na, das mit dem Trikot selber zerreißen war schon eine wilde Aktion. Hat der nicht sogar Gelb-Rot damals dafür bekommen? Da ist mit der Zecke Neuendorf und dann frage ich dich jetzt, was ist denn der Skandal gewesen? Also, was heißt Skandal? Ist halt ein Typ, der sehr, sehr schwierig mit den Emotionen umgehen kann, aber ich kenne es auch und wir haben niemals so hoch gespielt. Du hast manchmal so eine Wut dann in einem Spiel, wenn du so angespannt bist, es geht dann mit dir durch. Könnte mir ja auch passieren, dass du deine Wut rauslässt, dein eigenes Trikot zerreißt. Sefa, du geile Sau, grüß dich. Keine Ahnung, bei denen ist ja schon ein Skandal. Ich habe halt immer gesagt, was ich dachte. Ja. Und mir war halt egal, ob das eine Kamera ist oder ob das ein... Nur Beispiel, wenn ich das Gefühl hatte, dass Ungerechtigkeiten sind. Mhm. Dann habe ich mich ja eingesetzt. Also Beispiel, Bobic wurde einmal von der Sportbild zerrissen, Doppelseite, wie, dass er nichts drauf hat und alle, das Zenit vorbei und. Der Schreiber, der hat dann ein Zitat von mir genommen, ich habe aber gar nicht Bobic gemeint. Ich hatte, in irgendeinem Interview habe ich gesagt, da ging es darum, wie wir Spiele gewinnen können. Und da habe ich gesagt, ja, wenn wir kein Tor schießen, dann können wir kein Spiel gewinnen. Aber das hängt ihm jetzt noch nach. Deswegen musste er den Verein jetzt verlassen. Die jahrelange später, nach einem Jahrzehnt, kriegt er die Retourkutsche von Bobic für diese Aussage. Nein, alles natürlich nur Spaß. Als allgemein, für uns als Mannschaft. Klar, es geht ja auch nicht nur für euch, sondern auch für jede Mannschaft. Allgemein, ich habe gesagt, wenn wir kein Tor schießen, können wir kein Spiel gewinnen. Dann geht es ja maximal 0-0 aus, wenn wir gut verteidigen. Aber wenn wir keinen schießen und der Gegner keins für uns erzielt, dann können wir nicht gewinnen. Und daraus hat er dann gemacht, so, selbst Mannschaftskollege Zecke Neuendorf sagt, wir können kein Spiel gewinnen, weil Bobic keine Tore schießt. Das ist auch immer so geil, alles umgedichtet. Das könnte von mir sein, der Fake News verbreitende Shisha-YouTuber. Ich hab ja nie Zeitung gelesen. Ja. Und dann hat Bobic gesagt, Zecke, das ist doch nicht okay. Weil ich so, guck mal, ich habe ja nicht mit dem geredet. Wer ist das denn? Ja, hier ist das. Und dann haben wir irgendwann mal so gelaufen und dann stand der Typ, da meint Freddy, guck mal, da steht der Typ. War so ein großer und da gucke ich so. Da bin ich so und hab da ihn halt angemalt. Ich sag, sag mal, du Affe, hast du irgendwie, was zitierst du? Also, wir können ja mal ganz kurz, dann Mike, wir können gar nichts. Bist du bescheuert? Was zitierst du mich hier so dreckig und so alles gegen meine Mannschaftskameraden? Also was doch gar nicht stimmt, das ist Nee, und dann habe ich ihn richtig fertig und bei jeder Runde habe ich gesagt, warte mal, nach dem Training, ich pack dich denn. Und so, und dann war er weg gewesen. Hey, der ist schon ein geiler Berliner Typ, Alter. So, dann hat Freddy ja mitgekriegt, dass ich... Bobic Rache, nur um Zecke zu feuern, ist Bobic überhaupt von Frankfurt zu uns gekommen. Das wird sein. Genau das wird sein. Das macht für mich alles einen Sinn. Das ist auch keine Verschwörungstheorie. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Nichts gesagt habe. Na gut, kommen wir zurück zu deiner Fußballzeit. Lass uns ein bisschen über Hertha sprechen. Wie war deine Zeit? Wie spielerisch, also fußballerisch, menschlich? Weil du bist zurück in Berlin und ich sag mal so, Berlin hast du auch äußere Einflüsse. Du hast Freunde, du hast deine ganze Familie, du hast Partys, du hast dies, du hast das. Wie ist die Zeit in Berlin verlaufen? Genau wie du eben beschrieben hast, 1:1 so. Also ich will jetzt nicht sagen, Partys waren eins gestellt, aber das gehörte mit dazu. Aber super, dass du ehrlich auch sagst, weil es gibt viele, die dann sagen, nee, und ich war dann und... Das gehörte mit dazu. Ja. Wochenende ist halt, wie auch für den Normalen, ist halt Partyzeit. Also und gerade in dem Altersbereich. Und wenn du dir dann halt auch das eine oder andere noch leisten kannst, dann halt auch im Club auch eine Flasche bestellen kannst und so und mit deinem Freund dann Zeit verbringen kannst, dann warum nicht? Weil nicht alle... Ich schwör's dir, solche Typen vermisst man wirklich absolut. Freunde sind ja Fußballer und wenn die unterwegs waren, wollte ich halt auch mit dabei sein, auch Zeit mit denen. Morgen mache ich ein neues Video.
Zecke, Bobic kam nur zu Hertha, um Zecke zu feuern. Späte Rache, Folge 1. Verbringen. Zeit war halt genial, weil der Verein, also die Menschen, die den Verein so lieben, machen den Verein so besonders. Wobei ich mich sehr darüber freue, dass jetzt Kai Bernstein da eine wichtige handelnde Person da in dem Verein ist. Kennst du ihn von früher schon, Kai Bernstein? Ja, Kai war der Kapo, also genau, der Vorsänger. Und Kai war mein erster Ansprechpartner, weil ich ja mit der Kurve sehr eng war. Das hat aber zum größten Teil auch mit Kai zu tun. Und so war es dann halt gewesen, dass ich viele gemeinsame Termine mit ihnen hatte. Und es ist nicht so, wie man sich so vorstellt, die Hooligans oder die Ultras, sondern dass die halt alle irgendwie kaputt sind oder ein Ding an der Waffel haben. Klar hast du unter 100 Leuten von denen auch zwei, die ein Ding, die vielleicht die Welt nicht so sehen, wie ich sie sehe. Aber der größte Teil, das sind ganz normale Leute. Und die waren damals in einem Altersbereich ähnlich wie ich. Und ich habe mir immer so gewünscht, so diesen Zusammenhalt, den die hatten, wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, da habe ich immer gesagt, ach, dann wäre ich gern so wie die. Also dann wäre ich wahrscheinlich auch Fan wie die. Ultra wäre ich wahrscheinlich geworden. Was das Besondere ist oder für mich das Besondere war, wenn ich aus den Katakomben. Voll mal die geile Sicht von einem Spieler, der wirklich, gibt eben nicht so viele Spieler, die so eng auch mit der Kurve noch verbandelt sind. Vielleicht wird der Olli so ein Nächster. Das finde ich mal eine richtig geile Perspektive. Die Stufen hochgekommen bin. Die Rache der Fredi-Ritter. Genau, das wird's. Der war wirklich stark jetzt hier. Die Rache der Fredi-Ritter. Der Mann den Schal hochgehalten. Und die Musik hat auch... Das war wirklich so ein Dirk Duffner, das ist einer der Fredi-Ritter, Alter. Die 79 anderen, die er eingestellt hat, auch. Aber ja, was ich gerade eigentlich sagen wollte, wie gesagt, finde ich sehr, sehr sympathisch. Gibt es auch viel zu wenig. Einfach ein Typ, wie will man immer so schön sagen, der ist wirklich einfach anfassbar, auch als Fußballprofi, weißt du? Also der interessiert sich dann wirklich dafür, wie es den Leuten geht. Die meisten, das ist halt wirklich so, denen ist es scheißegal. Ihnen ist es scheißegal, die kassieren ihr Geld, die freuen sich natürlich, wenn sie abgefeiert werden, aber wenn es dann mal, wie sagt man, schwierigere Zeiten gibt, dann denken die sich auch, was wollen die von mir, die nerven mich nur, die Fans und so weiter, nur am Kritisieren und so weiter. Nee, also dann geh doch in den Austausch mit denen und so weiter, dann sei doch selbstkritisch, geh mit denen in den Austausch, wie er schon sagt, die Fans in der Kurve und wir alle, die mit Hertha ihr Herz teilen, oder für die das Herz blau-weiß ist. Wie er es gesagt hat, er hat es perfekt gesagt, besser kann man es gar nicht sagen, wir machen doch den Verein so geil. Und dann versucht doch mit so einen Leuten mal die Gemeinsamkeiten zu finden, anstatt sich immer so auseinander dividieren zu lassen irgendwie. Was ja teilweise auch durch Öffentlichkeit passiert. Aber ja, da muss auch mal ein bisschen alleine, wie die wirklich, wie gesagt, früher auch als war es völlig normal, dass sie, als ich noch kleiner war, dass sie die ganze Ehrenrunde gemacht haben. Und jetzt natürlich sind da ein paar Sachen vorgefallen und so weiter. Auch immer diese Dinge, ich finde es völlig normal, eigentlich als Mannschaft, was ist das Problem? Das würde ich jedes Mal machen. Ich würde jedes Spiel, wenn ich ein Heimspiel habe und auch wenn ich ein Auswärtsspiel habe, bevor das Spiel angepfiffen wird, nochmal kurz vor die Kurve gehen oder nach dem Warmmachen, bevor ich in die Kabine gehe, nochmal kurz vor die Kurve gehen. Was ist denn daran so schwer? Ohne Scheiß. Oder was? Und die haben die Hymne, unsere Hymne nur nach Hause gegeben. Mario schreibt, hab so Hoffnung bei Olli, der ist wieder mal so ein richtiger Charakter bei all dem Andi Menger Hate, den ich gerne raushaue, muss ich aber echt Props geben, dass er Olli unbedingt wollte und dann auch für nicht wenig Geld bekommen hat. Ja, absolut. Das ist wirklich das, was man Andi Menger groß anrechnen muss. Das war ja die Zeit, wo er seine U21 EM mit Dänemark gespielt hat. Also da hat man schon erkannt, dass er super ist. Wobei, da stand der Transfer, glaube ich, schon fest sogar. Und ich könnte es mir bei ihm auch vorstellen. Er ist eine andere Art von Typ als jetzt ein Zecke, ne? Aber er ist einfach genau so ein Typ, wie man ihn sich wünscht. Und es ist ja eigentlich traurig. Wisst ihr das noch? Mich haben immer viele, als ich angefangen habe, auch gerade die Jüngeren so gefragt, wer ist dein Lieblingsspieler bei Hertha? Und es gab wirklich so anderthalb Jahre jetzt, gerade so die erste Zeit, wo ich hier YouTube und Twitch gemacht habe, ich hatte gar keinen Lieblingsspieler mehr. Mich haben alle nur noch aufgeregt, nicht weil die jetzt nicht gut gespielt haben, sondern weil die einfach diese Art und Weise an den Tag gelegt hätten. Ey, Olli könnte genauso schlecht sein wie Schwolo. Ich würde vielleicht trotzdem sagen, dass es einer meiner Lieblingsspieler ist, weil der einfach ein Charakter ist, eine Art und Weise hat, weil er sich selber über seine Fehler ärgert, weil du es ihm ansiehst, weil es ihm wichtig ist, auch in die Kurve zu kommen und so weiter. Und das müssten wir, vielleicht sollte man Profifußballer nicht nur darin schulen, Interviews zu geben, wo sie eigentlich nichts sagen, sondern einfach auch mal im Umgang mit den Fans, die das ja erst möglich machen, dass sie so viel Geld verdienen, denen vielleicht auch mal zu schulen. Nur mal so eine Idee. Nicht weitergesucht.
eine Schulung bei Zecke Neuendorf, wie man mit Fans umgeht. Oder du hast den Ball. Wie man sich auf dem Platz verhält. Im Mittelfeld. Du erkennst vielleicht eine Situation nicht und es wird auf einmal laut, weil die Zuschauer sehen alle, ey, da ist doch einer frei. Mhm. Spiel doch hin, weißt du. Und du guckst dann so und der Moment ist vorbei. Die schreien ja schon auf Tor, so, weißt du. Und danach, ah, oh, nee, doch nicht. Ja. Ah, Tor oder sowas. Das kriegst du alles unten extrem dann halt mit. Und dieses Gefühl würde ja fehlen. Ich habe in meiner Zeit bei Hertha so viele Top-Menschen kennengelernt, die Hertha halt lieben. Man kann es sich nicht vorstellen, so. Deswegen war es auch bei mir immer so, ich wollte unbedingt auch immer zu deren Weihnachtsfeiern. Ich wollte zu deren Veranstaltungen und so. Weil ich wusste, wie viel Herzblut sie dafür reingegeben haben. Die Leute haben nicht viel. Also einigen geht es halt nicht so gut. Nicht allen geht es schlecht, aber einigen geht es nicht so gut. Aber das wenige, was sie haben, opfern sie für ihren Verein. Und denen ist auch egal, ob der Spieler jetzt einen 10-Jahres-Vertrag hat bei Hertha oder einen 3-Jahre. Weil das kommt ja sowieso wieder neuer. Aber ihr Verein bleibt ihr Verein. Das stimmt. Und das wenn du es so. Dann halt schaffst, dich dann halt so in die Herzen. Ja, Identifikation. Das Identifikation wird durch viele Sachen geschaffen. Mit manchen identifizierst du dich, weil sie aus Berlin kommen, aber das alleine reicht halt auch nicht aus. Wenn der sich dann aufführt wie der wie ein Sinan Kurt, dann der ist jetzt nicht aus Berlin, aber als Beispiel, dann kannst du dich mit dem auch nicht identifizieren. Ja? Also es bedarf vieler Faktoren, die dazu führen, dass du dich mit jemandem identifizieren kannst. Und wenn es nur ist, dass du siehst, der gibt alles auf den Platz. Ein Toussaint, einer der Topverdiener jetzt, am Anfang so einen schweren Stand bei uns allen gehabt. Ey, was ich schon gehört habe, wie der sich eigentlich mit Hertha identifiziert selber, viel, viel mehr als viele andere Leute, die auch aus unserer eigenen Jugend kamen. Unglaublich, wie der sich reinhaut. Das heißt nicht, dass er für immer bei Hertha bleibt, aber der identifiziert sich mit dem Verein. Der kann wahrscheinlich noch nicht so perfekt jetzt die Sprache, auch wenn er die lernt, aber gerade am Anfang waren das auch Probleme. Trotzdem ist der mehr Identifikationsfigur als viele Jugendspieler, die es dann vielleicht am Ende auch nicht geschafft haben. Also es gibt viele Komponenten, die da stimmen müssen. Es ist zum einen natürlich auch, dass man den Leuten auch die Chance gibt. Von unserer Seite, wir sind natürlich immer sehr, sehr ungeduldig. Aber man muss auch einfach sehen, erstmal, der muss sich erstmal nur auf den Platz zerreißen. Das reicht schon. Da muss auch nicht alles klappen. Und wenn dann noch so eine Komponente wie bei Olli hinzukommt, dass der sich wirklich mit den Fans auseinandertauscht, dass er auf die Fans zugeht, dass ihm das wichtig ist, dann ist doch schon alles, das reicht doch schon. Reinzubringen, dass sie halt und so Menschen spüren ja, ist es ehrlich oder ist es nicht ehrlich, dann ist es halt etwas Besonderes. Mir ist es gelungen, in deren Herzen reinzukommen. Sehr gut sogar. Also. Aber boah, die Trikots fand ich damals so schlimm mit diesen Blitzen. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich es wollte, sondern es ist einfach. Na doch, der Charakter kann man schon formen und auch verformen. Und bei vielen jungen Spielern ist der Charakter einfach komplett verformt. Weil die so früh an viel Geld kommen. Aber der ist auch früh an viel Geld gekommen. Natürlich, er ist so eine Art von Natur aus schon. Ist natürlich auch viel Erziehung. Aber gerade wenn die Spieler irgendwie, seit sie 10 sind, im Verein sind, dann sind sie vielleicht unter der Woche manchmal mehr mit einem Trainer unterwegs als mit dem eigenen Vater. Da hat man schon viele Möglichkeiten auch zu formen am Charakter. Aber das ist halt in frühen Jahren, wo der Charakter geformt wird. Das muss man sagen. Ändern kann man es dann kaum noch, hast du recht. Geschehen. So, weil ich so bin, wie ich bin. Aber ich denke, sie konnten sich auch ein Stück weit mit dir identifizieren, diese typische Berliner Schnauze, so deine ganze Art, wie du einfach warst, ehrliche Person, du hast für den Verein gekämpft. Naja, nee, Schwachsinn ist es nicht, weil Dodi zum Beispiel, Kelevra, Dodi zum Beispiel, der war immer sympathisch an sich als Typ. Es ging bloß darum, dass er sich auf dem Platz nicht immer zerrissen hat. Jetzt macht das halt. Kann man auch als Charakterfrage sehen, aber ich glaube, das ist eher so eine Sache, wie ist die Chemie mit dem Trainer. Aber vom Charakter her war der immer ein feiner Kerl. Der war nie irgendwie ein abgehobener Kerl, auch am Anfang nicht. Auch wo wir gesagt haben, Alter, der geht und hebt damit das Abseits auf. Vom Charakter her war er trotzdem eigentlich ein super Kerl immer. Kings schreibt, Identifikation heißt nicht, dass du von dort kommen musst, sondern sich für den Verein einzusetzen und alles dafür zu geben und auch ein bisschen Fannähe gehört dazu. Genau so. Aber das war ausschlaggebend dafür, dass sie gesagt haben, du bist Publikumsliebling. Aber nicht nur gekämpft, auch gezaubert. Ja, na klar, aber ich meine, gekämpft im Sinne für den Verein, ob es ja, mit Zaubern ist, ob es mit in Zweikampf nein, reinhauen. Bei mir war es so gewesen, Deswegen mochte ich ja auch einen Kunja zum Beispiel so. Klar, der ist am Ende auch für viel Geld gegangen und wollte dann auch am Ende gehen. Aber alleine als ich gesehen habe, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, wie der sich auf der Tribüne gefreut hat, als Hertha ein Tor geschossen hat, wie der abgefeiert hat, wie du das im Herzen gesehen hast, wie der dafür brennt, das reicht schon, um das zu sehen. Klar, es gibt auch einfach in sich gekehrte Charaktere, das ist auch klar, den siehst du es vielleicht immer nicht an, aber mit denen ist es dann halt auch doppelt schwer, sich zu identifizieren.
Wie so ein Schwolo zum Beispiel. Weiß ja nicht, wie sehr der für den Verein brennt. Vielleicht ist er einfach nur ein extrem in sich gekehrter Typ. Aber ja, dann sucht er halt auch nicht die Fernnähe, ist dann Teufelskreis irgendwann. Dann noch schlechte Leistungen, naja. Und unten, und ich wusste, die Leute, die zuschauen, würden gerne tauschen. Ja. Ich habe so viele Freunde, die geile Fußballer waren. Die hätten alles dafür gegeben, ein Bundesligaspiel zu machen. Ja. Oder mal gegen Bayern oder Dortmund oder wen auch immer zu spielen, im Olympiastadion oder ein Tor zu schießen für ihren Verein. Ich durfte auflaufen, ich durfte das Trikot tragen, durfte meinen Verein repräsentieren und durfte versuchen, alles zu geben. Ja. Ist nicht immer gelungen, ich habe immer alles versucht, also ich habe immer alles gegeben. Darum Kapitel geht's. Zu Hertha BSC, dann bist du zu Ingolstadt. Ingolstadt bin ich gegangen, das war Kuriosität. Ich wollte aufhören mit Fußball. Da warst nach du 32, hast du gesagt? Genau, okay. nach der Aktion mit Hoeneß und so. Und ich habe gesagt, ach komm, ist vorbei, ich möchte nicht mehr. Hatte dann halt auch so ein bisschen überlegt, vielleicht Ausland. Das ist nicht vorstellbar. Habe ich gesagt, nein. Und dann hat ein Berater, Thorsten Weck, der hat dann damals zu mir gesagt, komm, Ingolstadt. Und Ingolstadt habe ich noch nie gehört. Ich wusste nicht, dass sie einen Fußballverein haben. Haben Sie Bundesliga gespielt zu dem Zeitpunkt? Oder nein, nein, das war, ne? Nein, nicht mehr. Die war Regionalliga oder sowas. Die sind gerade aufgestiegen in die Regionalliga oder so. Okay. Und das Treffen war einfach genial. Das Treffen mit den Verantwortlichen war einfach genial. Und der Typ hat es so hinbekommen. Gecatcht hat es mich und bekommen haben sie mich, weil er etwas gesagt hat, was genau so war. Ich habe meine ganze Karriere, war ich eigentlich nicht, ich war kein Führungsspieler. Ich war Führungsspieler in der Kabine, weil ich Sprachrohr für viele Sachen war. Ich war Führungsspieler fürs Publikum, um meine Mannschaft zu schützen, aber auch zu ein Verständnis an die Leute zu bringen, warum vielleicht manches nicht klappt. Aber ich war auf dem Platz nie ein Führungsspieler. Also klar habe ich gute Spiele auch mal gehabt, aber ich war nie der Marcelinho. Marcelinho war der Grund, warum wir Spiele gewonnen haben. Es war einfach nie meine Hauptrolle. Er hat zu mir gesagt, willst du nicht einmal helfen, etwas Großes aufzubauen? Wir wollen nach oben. Und du hast die einmalige Möglichkeit, eine Mannschaft zu führen. Wenn wir gewinnen, liegt es an dir. Und wenn wir verlieren, liegt es genauso an dir. Und also das eine war's. Große Verantwortung auch, genau. Die sie dir zugesprochen haben. Und das war dann halt auch genau der Punkt in meinem Leben, wo ich jetzt, sagen wir mal, es nicht mehr als Event oder Spaß angesehen habe. Sondern war das erste Mal, dass ich dann Fußball halt auch als Gesamtes gesehen habe. Was steckt dahinter? Ich habe immer bei Hertha, bin ich immer einmal die Woche zu den Mitarbeitern in die Geschäftsstelle gegangen, habe jeden Hallo gesagt, weil die für uns gearbeitet haben. Ich kann mich noch erinnern, in der Kurve damals hatten ein, zwei Leute, das weiß ich noch ganz genau, wo Zecke zu Ingolstadt gewechselt ist, ein Zecke-Trikot von Ingolstadt dann an. Das weiß ich noch. Vielleicht könnt ihr euch auch noch erinnern oder habt ihr auch gesehen. Ich fand es immer unangenehm, wenn Spieler von uns dann gesagt, ey, wer ist er denn? Wenn jemand in die Kabine reinkam, weil er vielleicht irgendwie, was braucht denn Unterschied auf dem Trikot? Denn wenn die so abfällig, ey, geh mal raus hier, wer ist er? Dann kann ja jeder reinkommen. Dabei war das jemand, der 24-7 für den Verein gearbeitet hat, also sprich, dafür gesorgt hat, dass der Spieler sein Geld bekommt. Ist schon ein sehr, sehr guter Typ, Alter, wirklich. In Neustadt war ich 3 Jahre. Eigentlich war es nicht so geplant. Aufgabe war gewesen, aufzusteigen. Wir sind aufgestiegen in die zweite Liga. Ich habe dann wieder ein bisschen ruhiger, hatte auch ein bisschen Verletzungsprobleme. Dann habe ich wieder gespielt mit Herz, Leidenschaft. Wir sind aber abgestiegen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe. Und dann haben die gesagt, nee, Zecke, du hast mir was versprochen. Du hast gesagt, ey, du hilfst uns, den Verein aufzubauen. Was hat denn der bei Ingolstadt, wie viele Spiele hat er da gemacht? Sieht man jetzt hier leider nicht, wa? Also kann man hier nicht irgendwie sehen? Doch, hier. 62 Spiele immerhin. Doch, 6 Tore, 13 Vorlagen. Nur immerhin. Ich sage, okay, pass auf. Helf noch ein Jahr. So, und da habe ich, was ich nie vorher geschafft habe, habe ich alle Spiele gemacht. Wow. Und verletzungsfrei durchgekommen, weil ich aber auch einen Top-Arzt im Chiemsee hatte. Mhm. Aber halt auch, weil ich anders mich vorbereitet habe auf viele Sachen. Sind dann aufgestiegen zum Glück in die zweite Liga und dann bin ich gegangen. Hertha ist in dem Jahr abgestiegen, ja. In die zweite Liga. Wir aufgestiegen in die zweite Liga und dann hat der Verein wieder mir ein unmoralisches Angebot gemacht von Ingolstadt. Er sagt, mega Gehalt angeboten und im Anschluss 3 Jahre sportlicher Leiter. Du hast aber und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht mehr gegen Hertha spielen. Und das hast du so gesagt? Ja, ich möchte nicht mehr gegen Hertha spielen. So bin ich zurück. Dann bin ich zurückgegangen und dann kam ich zu Hertha. Und da waren zum Glück mit Hans-Peter Jakob und mit André Henning 2 Menschen, die mich unbedingt in die Akademie holen wollten. Ich, der sowieso schon gereift bin in den 3 Jahren in Ingolstadt, habe mir meine Aufgabe nur noch drin gesehen, okay, jetzt Spielern zu helfen, ihren Weg zu machen zur Bundesliga. Also du hast dann Karriereende Fußball? Nee, ich bin dann nach Ingolstadt, zu Hertha gewechselt mit 35. Als Spieler noch? Als Spieler und habe in der U23 dann gespielt, ausgeholfen. Sogar so, dass... Krass,
der Zeit, als die Mannschaft in der zweiten Liga war, die erste Mannschaft, dass ich da auch nochmal einen Kurzeinsatz hatte dann. Aber was ich gar nicht wollte. Und da wurde ich nochmal von dem ganzen Stadion so gefeiert. Krass, und so. Dann kamen die ganzen Gefühle nochmal zurück. Ja, genau, da habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht mehr. Ich habe einen genialen Abschied gehabt gegen Leverkusen und jetzt nochmal gegen Erzgebirge Aue auch nochmal so. Ja. Deine fußballerische Karriere, deine Laufbahn gewesen als Spieler. Wie ist deine Karriere als Trainer? Du warst ja Co-Trainer bei den Profis. Genau. Du hast die Jugendmannschaften. Genau, ich habe überlegt, okay, wie geht's weiter? Habe mit den Leuten verantwortlich von Hertha gesprochen. Was machen wir denn jetzt mit mir? Und habe in ein paar verschiedenen Bereichen und ich habe so gedacht, Trainer möchte ich nicht sein, weil Trainer, wenn ich so einen Spieler wie mich habe, habe ich am Anfang gedacht, oh, da habe ich ja hat er erstmal an sich selber gedacht. Kopfschmerzen. Und dann habe ich aber überlegt, okay, aber warum hätte ich Kopfschmerzen? Ich bin ehrlich, ich bin gerade. Was möchte ich? Ich möchte nur, dass man mit mir ehrlich und korrekt umgeht. Und da habe ich gedacht, okay, pass auf. Ich habe jetzt alle Bereiche gehabt. Ich war Mitläufer, ich war Anführer in meiner Fußballkarriere. Ich war jung, ich war reif, ich war unreif. Ich habe alles gesehen. Ich glaube, ich kann doch ein guter Trainer sein, weil ich halt vieles vermittelt. Zecki-Mode muss eigentlich sein, ne? Kann, was ich für ehrbar halte im Fußball und was korrekt ist und fair. Aber schon nach ein paar Monaten hat Hertha dann gesagt, ab nächstes Jahr machst du bei uns die U15. Da habe ich dann im nächsten Jahr den U15 von Hertha trainiert. Bestmöglich alles getan für die Jungs. Man muss dazu sagen, sie opfern sehr viel an ihrer Zeit, an ihren Traum. Wir dürfen jetzt keine Traumtöter sein oder als Trainer oder als Erwachsene oder als Väter oder als Mütter oder wer auch immer. Wir sollten eigentlich die Jungs so unterstützen dabei, dass sie nicht realitätsfern, aber dass sie halt auch die Möglichkeit haben, Fußballer zu werden. Ich bin heute der Meinung, jeder kann es werden, der ein Talent mitbringt. Du musst schon eine Fähigkeit haben. Heute reicht ja teilweise, wenn du nur sau schnell bist, da brauchst du ja nicht so viel Technik, weil es sehr athletisch geworden ist. Klünter. Aber ich bin auch der Meinung, wenn einer einen richtig guten Ehrgeiz hat, einen guten Zweikampf, ein gutes Zweikampfverhalten, dann kann er genauso Fußballer werden, weil du brauchst halt, du hast 11 Mann plus nochmal 11 Mann vielleicht dahinter als Reservisten oder Ergänzungsspieler oder als Helden der zweiten Reihe. Und dann hat jeder die Möglichkeit und ein bisschen Glück. Du hast ja auch von einigen Spielern erzählt, die du trainiert hast, Luka Netz, Lazar Samardžić, wer war noch dabei, der jetzt schon Profi geworden ist, auch den du trainiert hast, wo er noch ein bisschen jünger war. Marton Dardai? Marton Dardai, aber das sind halt Jonas Michelbrink, Jonas Dürkner. Wo ist denn Jonas Michelbrink jetzt nochmal hingegangen eigentlich? Wo zockt der denn jetzt? Auch dritte Liga irgendwo, oder? Oder ist der Regionalliga gewechselt? Offenbach? Nee, wo ist der denn jetzt? Martin Winkler, Ruben Wertmüller. Etliche, die halt ihren Weg halt in verschiedenen Ligen, aber erste und zweite Liga und Bundesliga-Einsätze schon hatten. Für mich war es das Schönste, dass als ich als Trainer bei Hertha, bei den Profis mit dabei sein durfte. Ach, Duisburg, stimmt. Da der jetzt Cheftrainer, da haben wir in dieser Zeit sehr viele junge Spieler mit eingebaut und das war für mich das, wir haben es geschafft, nicht abzusteigen in einer sehr schwierigen Zeit, wo es dem Verein sehr schlecht ging, haben wir 7 junge Spieler zu Profis gemacht. Was extrem viel ist. Ja, und also deswegen, und das waren alles Akademiespieler und so, die diese Momente in ihrem ganzen Leben niemals verlieren und vergessen werden, aber genauso ich auch. Ja, das waren halt Gänsehautmomente. Oder wenn Spieler, die vielleicht nicht mehr dran geglaubt haben, dass sie eine Rolle spielen, Jesse Nankam, dass der dann halt mit vielen guten Gesprächen da mit ihnen und ey, Jesse, komm weiter und ich glaube an dich. Und er kommt dann rein und schießt das entscheidende Tor gegen Schalke. War sozusagen die Möglichkeit, dass wir gegen Köln dann nur noch ein Unentschieden brauchten, um nicht abzusteigen. Ein Spieler, mit dem... Krass. Auch, dass er das so im Nebensatz sagt, da hätte ich jetzt direkt weitere Fragen an ihn. Wieso hat er nicht an sich geglaubt, was war da das Problem und so weiter, weil der hat ja in der U23 schon alles zerballert. Gerechnet hat, aber der halt ein Junge von mir war. Und da bist du auch stolz drauf, ne, wenn du als Trainer den... Ja, dann nimmst du aber... Ah, Julian Albrecht ist bei Offenbach, okay, habe ich verwechselt. Lazar Samardžić, für mich einer der genialsten Fußballer. Und der wird noch durch die Decke gehen. Der hat bei Hertha gespielt, Bundesliga schon, der hat bei Leipzig gespielt, Bundesliga. Jetzt kann man sagen, ja, aber nicht jetzt 30 Spiele gemacht im Jahr. Ja, aber der ist ja auch noch jung. Ja, 20, spielt jetzt bei Udine Calcio. Und man kann ja mal nachschauen, wie viele Deutsche in der italienischen Serie A Fußball spielen. Und er ist einer von denen. Gute, richtig gute Kicker. Und wenn du siehst dann halt, wenn Marton Dardai dann in einer ganz schwierigen Phase hinten in der Innenverteidigung spielt und ist mit einem Bestandteil, dass wir nicht abgestiegen sind und wurde am Ende der Saison dann von dem Publikum, von den Fans gewählt zum besten Spieler der Saison. Obwohl er gerade seine ersten Spiele gemacht hat für Hertha. Was würdest du das... Das ist so traurig, Mann. Der muss doch irgendwie integriert werden können, ey. Das ist die letzte Frage, die ich dir stellen würde. Was würdest du einem jungen Spieler, der gerne Profi werden möchte, angehender Profi werden möchte, was würdest du ihm als Tipp mitgeben, als Ex-Profi und auch als Ex-Trainer? Was könntest du ihm da in kurzen Sätzen, ein, zwei Sätzen, was kannst du ihm mitgeben? Nie den Glauben an dich selber verlieren. Und so ist es dann halt auch, wenn du schon sagst, ja, aber der ist ja auch so gut und der, ich kann es ja nie, wird deine Wahrscheinlichkeit nicht größer werden.
deswegen von niemandem die Träume zerreden lassen. Aber Träume bleiben manchmal auch nur Träume, wenn du nicht dafür auch was tust. Das heißt also, du musst auch investieren. Investieren heißt, wenn du vielleicht nicht der beste Techniker bist, dann arbeite daran, dass deine Technik nicht die schlechteste ist. So, stärke deine Stärken und das ist A und O. Gönne deinen Mitspieler, dass er gute Momente hat, dann wirst du auch gute Momente bekommen. Und so, und deswegen ist dieses Gönnen für mich das Schlagwort hoch 10. Gönne deinen Mitspielern, auch dein Gegenüber. Respektiere, wenn du ein Spiel verlierst. Und wenn du aber eins von den talentiertesten Kindern bist auf dem Planeten, dann mach noch mehr als alle anderen. Weil dann wirst du ein Cristiano Ronaldo-Style noch größere Karriere anstreben können, als du es dir jemals vorstellen kannst. Sag ich auch immer, zum Beispiel Max Kruse kann man ja alles feiern, so sein Lifestyle und so weiter, aber stellt euch mal vor, der wäre durchgehend absolut diszipliniert gewesen, was aus so einem Spieler dann hätte werden können, zum Beispiel. Da gibt es ja etliche Beispiele. Ich denke, das war der perfekte Abschluss für diesen. Er ist ja schon ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler, aber vielleicht wäre er dann Weltklasse-Spieler geworden, ja. Folge. Zecke, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und vor allem hoffe ich, dass die Zuschauer zufrieden sind mit der Folge. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr diese Folge fandet. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wem ihr als nächstes eventuell hier sehen wollt. Vielleicht mit Zeckes Hilfe kriegen wir den ein oder anderen Profi oder auch Ex-Profi hier noch ran. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr geil. Hat mir sehr gut gefallen. Da lassen wir doch direkt nochmal ein Abo da und einen Kommentar. So, Haruhi darf natürlich auch nicht fehlen hier. Mann. So, ich schmeiß euch den Link auch nochmal rein. Lasst mal gerne ein Abo bei dem Bro da. Der muss jetzt mal ganz schnell die 2000 hier voll machen. Krasser Content, Alter. Wirklich sehr, sehr stark. Können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Auch ich von der Qualität und so weiter und von den Gästen. Sehr, sehr krass. Ach, du bist ja noch da. Ich dachte, du bist schon weg. Also hier unbedingt mal ein Abo dalassen, unbedingt mal einen Kommentar auch für den Algorithmus dalassen und einen Klick dalassen für den jungen Mann. Sehr, sehr geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn dann Mittwoch noch die anderen Fragen kommen, dann werden wir die auf jeden Fall auch noch machen. Definitiv. Also sehr, sehr geil. Mein lieber, Respekt geht raus an dich. Hat mir sehr gut gefallen.